So, endlich einen wunderschönen guten Abend wünsche ich an die Zuschauenden und Zu- oder Zuhörenden da draußen. Ganz herzliches Willkommen zu unserer Kampagnenrunde der Einsteigerbox von D&D 5, die verlorene Mine von Phandalin. Und wie immer freue ich mich sehr, dass alle meine MitspielerInnen hier mit Bild und Ton vor Ort sind. Ganz vorneweg Rastlin Schnipp Timbersen, gespielt von Nedanien. Hallo. Qual, auch heute repräsentiert durch seinen Spieler Kleis. Hey. Chalin, die elfische Klerikerin, auch heute gespielt von Lilio. Hallöchen. Und Beorn gibt heute wie immer Tarik Schimmerstein. Das tue ich. Ich bemühe mich. Vielen Dank. Guten Abend. Und nachdem die letzte Session, wie wir es eben so schön genannt hatten, Kochen, Kochen, Party, Party war, Und zwei Quests wurden angenommen. richtig, das wollen wir nicht unter den Hut fallen lassen. Es gab außerdem zwei Aufträge, die die Dorfbewohner an unsere Charaktere herangetragen haben. Aber das alles sind Geschichten von letzter Nacht. Ihr habt euch mittlerweile mit Vorräten versorgt oder versorgen lassen vielmehr, habt euren Kater noch redlich auskuriert und ja, seid dann später am Tag, nicht direkt zur frühen Mittagsstunde aufgebrochen aus Phandalin, um zunächst mal Richtung Coneybury zu gehen. Ihr habt zudem diese kleine Straße, die von Phandalin wegführte, zurück zum Dreieberpfad genommen und folgt dem jetzt Richtung Nordwesten. Zu eurer Linken seht ihr in einiger Entfernung immer noch den Nie-Winterwald. Der Rand, der so leicht ausfisselt, also wo ein dichter Wald dann mehr zu vereinzelten Bäumen wird und sich dann auslöst. Zu eurer Rechten klammt in oder ragt in einiger Entfernung das Gebirge auf, das dann in Ausläufern in so einer Hügellandschaft euch entgegenkommt. Und ihr bewegt euch so in der Mitte zwischen beiden, den Dreieberpfad folgend nach Nordwesten. Und ja, der erste Tag, genauso wie der zweite, kommt ihr gut voran. Der erste Tag vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil eure Knochen nicht unbedingt schwer waren, aber eure Geister vom vorherigen Abend. Ja. Und so geht ihr 2 Tage lang, folgt ihr diesem Dreieberpfad. Euch wurde gesagt, dass ihr ungefähr 4 Tage bis nach Coneybury brauchen werdet. Ja, und so macht ihr dann am Ende des 2. Tages nahe des Dreieberpfads Rast. Und je mehr diesem Weg gefolgt seid, die letzten beiden Tage, stellt ihr fest, dass diese Hügellandschaft und auch dieser Wald immer näher kommen. Also dieser Pfad aus Ebene, die mir folgt und durch den dieser Dreieberpfad verläuft, der scheint immer enger zu werden. Ja, und so macht ihr dann am Ende des zweiten Tages Rast. Und halt wie auch in der Nacht davor die Nachtwachen ein. In welcher Reihenfolge werdet ihr denn diese Nachtwache antreten? Ich nehme die erste. Ich mach die zweite. Bist auch gemutet, Lelio? Brauchen wir mehr als drei? Also, mir ist es egal, ich kann entweder dann die dritte oder die letzte machen, wie auch immer.
Ja, dann mache ich die dritte. Okay. Dann dürft ihr alle, während ihr in der Nacht wartet, mal schon mal eine Wahrnehmungsprobe ablegen. Which is Perception. Das ist in der Tat korrekt. Ah, der ist ja tatsächlich. Oh, der Bogen ist ja tatsächlich deutsch. Ist ja unfassbar. Perception. Wahrnehmung. Ah. 18. Nur eine 12 bei mir. Okay. Okay, ja, also Qual nimmt die erste Nachtwache und irgendwas kommt dir komisch vor. Also es ist jetzt nicht, dass du irgendwas gesehen hättest oder was gehört hättest, aber du hast so ein seltsames Gefühl. So als ob dich irgendwer beobachten würde. Das mag vielleicht auch nur die Paranoia sein oder so dein allgemeines Gefühl, das du hast, aber irgendwie bist du dir nicht sicher. Irgendetwas da draußen in der jetzt ziemlichen Düsternis um euch herum scheint ein Auge auf euch zu haben. Mir sträuben die Nackenhaare hoch. Ich versuche, ich schlafe ja höchstwahrscheinlich immer in einem Baum oder so, der irgendwo im Lager ist. Irgendetwas, das immer meinen Rücken deckt. Aber ich sehe das jetzt noch nicht als Grund, unbedingt die anderen zu wecken. Also bleibe ich weiter wachsam. Ja. Teile dann, wenn nichts geschehen sollte in meiner Wache, der nächsten Wache mit, dass ich einfach ein ungutes Gefühl habe. Irgendwie, siebter Sinn. Irgendetwas lauert da draußen auf uns. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist mein Gefühl. Ja. Arik, das wird dir mitgegeben, als du deine Wache antrittst. Ja, und dem folgend passe ich absolut nicht auf, weil ich nämlich eine 2 gewürfelt habe. Ja, also du passt schon auf, natürlich, klar. Aber diesen Eindruck, den er dir da beschrieben hat, dass irgendwer, ich weiß nicht, was genau er dir gesagt hat, aber du bist auf jeden Fall auf der Lauer und spannst die Augen oder richtest deine Sinne wirklich nach außen. Aber du hörst nichts, siehst nicht, dass sich irgendwas in der Dunkelheit regt. Du kannst. Was auch immer er da gesehen haben mag. Ja. Und dann, auch während deiner Weise Wache passiert, aber wie gesagt, nichts, du siehst nichts, du hörst nichts, ist dann Schnipp an der Reihe zu wachen. Tarek weckt dich. Ja. Gibt er dir noch irgendwas mit? Ja, ich werde natürlich die Warnung von Qual weitergeben, werde aber hinzufügen. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Mir ist nichts aufgefallen. Wahrscheinlich irgendwie noch vom Alkohol oder sowas. Ja, ich warte mal der Dinge, die da kommen, ne? Tarek legt sich hin. Schnipp. Nimmt die Wache. Ja, und quasi hat eben schon gesagt, ihr habt euch an so einem richtig großen alten Baum habt ihr eure Wache aufgeschlagen, der euch von einer Seite her ziemlich viel Schutz bietet. Habt da so ein kleines Feuerchen im Fach, das jetzt nur so ein bisschen glimmt. Wahrscheinlich eure Zelte und Bettstätten drumherum aufgebaut. Es ist jetzt nicht wolkenlose Nacht. Aber man hat schon eine gute Sicht so durch die Dunkelheit. Jetzt gerade während deiner Wache, Schnipp, verziehen sich auch so noch große Teile der Bewölkung, der Wolken. Und du hast wirklich gute Sicht. Auch du hast natürlich die Warnung von Qual im Hinterkopf und blickst dich mal um.
Und siehst tatsächlich, wie aus Süden sich zwei ziemlich große Dinger langsam auf euch zu schleichen, zu versuchen. Also wirklich also so. Humanoid, ja? Ja, humanoid. Okay. Ich wecke natürlich gleich die anderen. Hey, pst, vorsichtig, leise, wacht auf. Und versuche das natürlich, genau, so mit der Hand auf der Schulter von ihnen, so dass sie möglichst nicht irgendwie gleich aufschreien oder aufgeschreckt sind oder so. Hey, pst, pst, da hinten kommt etwas. Schaut dort. Als er es in die Richtung sieht, deutet, die alle den, seht ihr das natürlich, worauf er deutet. Zwei große Körper, die sich über den Boden kriechen, aber euch ist nicht ganz klar, wie. Also entweder sind die jetzt erst gerade auf euch zugekommen oder der gute Tarek hat wirklich nicht Fische vor den Augen oder Balken vor den Augen. Die sind fast einen Meter hoch, obwohl sie auf dem Boden liegen. Was ist denn das? Und ihr seht, die sind darauf aufmerksam geworden jetzt in dem Moment, als ihr zu ihnen rüber starrt und bewegen sich jetzt schneller. Auf euch zu. Soll ich einfach mal einen Wurfpfeil werfen? Wie sehen sie denn aus? Also können wir irgendwas wahrnehmen? Irgendwie Silhouetten oder sowas? Ja, genau. Ja, also es ist eine vage humanoide Silhouetten, so jetzt, wo sie sich aufrichten und an euch beginnen, auf euch zuzulaufen, sie müssen so ungefähr, jetzt wo sie stehen und auf euch zulaufen, 3 Meter oder 3 Schritte in der Höhe sein, grobschlächtig, breit gebaut, so leicht überlangen Torso. Entschuldige, dass ich unterbreche, ich klettere auf den Baum. Ja. Der ist hier direkt hinter mir. Genau. Ich greife auf jeden Fall nach meinem Bogen. Mehr könnt ihr in der Dunkelheit noch nicht genau ausmachen. Hat jemand von euch Dunkelsicht? Ja, ja. Ich glaube, wir alle. Ja. Alle? Ich glaub, wir alle. Okay. Ja. Dann als sie jetzt in eure Sicht, also diesen wirklich diesen Dichtkreis stürmen, den ihr relativ gut sehen könnt, entpuppen sie sich als, ihr kennt die Gestalt sicherlich alle, zumindest aus Geschichten. Sie sind mit großen Keulen bewaffnet und tragen so Felle zur Bekleidung. Sie sehen recht dümmlich aus und ja, es sind Oger, die auf euch zuhalten. Ich klettere noch einen Ast höher. Oger, Qual, was machen wir? Stellen wir uns denen entgegen? Hast du eine bessere Idee? Ich würde einen Wurfpfeil werfen, wie ich das vorher angedroht habe. Ja. Weil solange sie nicht in meiner Reichweite sind, kann ich sie immer noch taxieren. Okay. Dann würfelst du jetzt noch einen Wurfpfeil und danach würfeln wir Initiative. Oh, don't fail me. I guess it failed me. Mit einer 9 werde ich die nicht treffen. Das ist in der Tat richtig. Werft den irgendwo in die Dunkelheit. Ist auch, also ich sehe auch alles nur in Dämmersicht. Also ich kann auch nur grob erahnen, wo sie sind. Ich habe euch mal auf eine leere Battlemap gezogen. Könnt euch gerne eine mal selbst draufziehen, während ich die beiden ich bin falsch im World 20, jetzt sehe ich das erst. Okay, werde ich die beiden Oger hinzufügen. Hast du dann auch gleich den Initiative-Tracker auf? Kommt. Oh, was ist da los? Ich finde den Busch sehr, sehr charmant. Baum. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Baum. Das sieht man doch sofort. Ja, natürlich.
Ja, während ich verzweifelt versuche, die Seite des Player-Handbooks für den Paladin aufzuschlagen. Ne? Und schlimmer sein. Irgendwann habe ich es auch. Bestimmt. Könnte schlimmer sein. Okay. Ja, du hast ihn, wie gesagt, verfehlt. Ihr habt alle geworfen. Das ist... ja, die Ogre fehlen natürlich noch. Ja, die müssen auch nicht würfeln. Die können auch... Können auch da stehen bleiben, ein bisschen verdutzt und sich erschlagen lassen. Finde ich auch nicht, oder? Mir werden wahrscheinlich irgendwann die Wurfpfeile ausgehen, aber das können sie gerne machen. Die können sich auch gegenseitig angreifen. Das stimmt. Schnipp fehlt noch, oder? Entschuldigung. Ihr seid irgendwie auch alle doppelt drin. Nee, bin ich. Neun. Ach, weil ich euch von der anderen Map noch drin habe, natürlich. Ich will dir mal kurz sagen, welche Initiative ihr seid. Also Qual ist 14. 14. Ja. Jalin 23. Ja. Ich habe 16. Okay. 13. Und steht bei der 13. Okay. Jo, also. Dein Wurfspeer fliegt. Wurfpfeil fliegt. Verfehlt den Ogre aber. Beziehungsweise bleibt, triffst ihn, aber steckt da irgendwie und wackelt in einen dieser Felle, die er trägt. Shalin, was möchtest du tun? Ja, ein Pfeil auf den Enemiste linken. Den linken. Mhm. Der linke. 21 werde ich wohl treffen für 7 Piercing Damage. Und dann gehe ich noch voller einen kleinen Schritt nach hinten. So. Jawohl. Tarek Schimmerstein, was möchtest du tun? Ich gehe zu Qual. Ja, sodass wir Seite an Seite kämpfen können. Und dann halte ich meine Aktion erstmal, bis die in 10 Fuß Reichweite sind. Oder einer von ihnen in 10 Fuß Reichweite in etwa ist. Okay, also du hältst deine Aktion auch, ja, bis er in 10 Fuß Reichweite ist, um dann was zu machen? Dann möchte ich ein Nature's Wrath auf den ersten casten, der da entgegenkommt. Okay. Qual, was möchtest du tun? Erstmal da fragen, sind die wirklich 60 Fuß von uns weg? Das ist die richtige, ja. Scheiße. Okay, nee, dann hätte ich so oder so, glaube ich, auch überhaupt nicht mal einen Wurfpfeil ausrichten können. Dann die so weit zu werfen, ist schon solide. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich mich auch bereit mache. Also ich gehe in... Ja, ich würde sagen, ich gehe in eine Ausweichaktion. Für den Fall kann er sonst gerade erstmal nichts machen. Okay. Wenn er gegen zu rennen, achte ich für doof. Ja. Alles klar. Schnipp, du bist auf einem Baum in ungefähr, also auf einen Ast in ungefähr. Wie hoch wirst du gekommen sein? Vielleicht so 2,5 Meter Höhe? Ja, genau. Was möchtest du von dort aus tun? 60 Fuß sind die entfernt, ne? Das sind ja so roundabout, was sind das, 30 Meter oder was? Ja. Nee, noch nicht mal, ne? Nee, ja, Drittel Fuß ist, glaube ich, jeweils 3 Fuß sind ungefähr ein Meter, wenn ich alles täuscht. Also eher 20. Ah, okay. Weil ich habe hier das deutsche Regelwerk, deswegen muss ich immer so ein bisschen umrechnen. 60. Und 12 mal 1,5 sind 18 Meter. Yikes. Dann hätte ich doch wohl werfen können, denn das ist die maximale Reichweite. Ach, okay. Scheiße. Ich wühle aufgeregt ein bisschen. Na, wo habe ich denn nur in meinen Sachen? Und puste ein bisschen Sand so in die Richtung. So. Und der tanzt so ein bisschen durch die Luft und wirke Schlaf auf die beiden, sodass ich nach Möglichkeit beide treffe. Das sollte vielleicht funktionieren, weiß ich nicht genau. Wenn die nah aneinander sind, sollte das vielleicht klappen, ne? Mhm.
Ja, aber es ist 30 Fuß, ich meine, 20 Fuß Radius, also ja. Ne, 27 Meter. Und ja, genau, dann 20 Fuß Radius. Also ja, ne? Genau. Das stimmt, ja. Genau. Dann mache ich das und zwar wirke ich den Zauber selbstverständlich auf Grad 2. Das sind dann 7W8. Trefferpunkte, die du damit einschläferst, ne? Ja, genau. Das werde ich mal machen. Ich würfel erstmal 5. Und dann nochmal 2 hinterher. Das sind 24. Aus. 24. Viel ist das nicht, aber immerhin reicht das, um einen davon zum Schlafen zu bringen? Nein. Dann hat das keine Wirkung. Dann mache ich sonst nichts. Okay. Ja, die Oger, jetzt wo auch auf sie geschossen und gefeuert wird, rennen auf euch zu. Ist vielleicht einem ein Bein eingeschlafen oder so? Der linke humpelt so ein wenig. Kann ja sein, vielleicht. Der eine gähnt einmal. Und, aber guten Schritt auf uns zu. Ui. Und die stürmen auf euch zu, machen aber sonst nichts. Ich möchte in der Sekunde, in der der sich Shalin zuwendet, meine gehaltene Aktion einsetzen. Ja, mach das. Ich hebe einmal die Hand und rufe den Zorn der Natur gegen diesen Gegner. Das heißt, er muss jetzt einen Stärke- oder Dexterity, also beschissen, Saving Throw machen gegen, ich denke, 14. Bin ich enttäuscht? Ja. Dexterity Saving Throw. 2 plus dein Charisma. Ja. 14 und was okay. Hat er verkackt? Okay, also ich meine, interessanterweise, also das zählt jetzt, aber er kann Stärke oder Geschicklichkeit machen. Das ist seine Wahl. Aber vielen Dank, dass du uns den Freebie gibst. Er hat es auch mit Stärke nicht geschafft. Oh, RIP. Gut, dann ist er jetzt fixiert. Aber dann noch. Ja, dann. Ich gucke gerade, wo von dir aus sind. Da. Da ist er stehen geblieben. Ja, dann greifen jetzt Ranken nach ihm und fesseln ihn an den Boden, bis er dann in seiner Runde. Nee, Moment, der nächsten darf er dann Strength-Check wieder machen. Ja. Shalin. Ich schieße erneut einen Pfeil auf den, der jetzt hier auch stehen geblieben ist. Weil er offensichtlich gerade auf mich zuhielt. 21. Trifft. Für nochmal 5 Piercing-Schaden. Und dann gehe ich ein bisschen, verstecke mich so halb hinter dem Baumstamm, auf dem Schnitt sitzt. Okay. Ja, das gelingt dir. Du siehst auch, wie dein Pfeil nicht wirklich tief einschlägt. Die scheinen wohl, abgesehen von diesem Fell, den sie sich überworfen haben, auch über eine ziemlich dicke Haut zu verfügen. Tarek, hier steht einer von diesen riesigen, stinkenden Ogre direkt gegenüber. Ja, und den werde ich jetzt erstmal mit meinem Zweihänder weiß schon. Trifft eine 13. Ja. Dann werde ich jetzt Schaden machen. Das sind 11. Als ich ihm meinen Zweihänder in den Wanst ramme. Ja, du hörst so ein klagendes Stöhnen von ihm, als dein Schlag trifft. Qual. Was zu tun? Ich nutze meine Freiaktion, um Tarek rüberzurufen. Lass sie uns in die Klammer nehmen und möchte ihn von hier aus angreifen. Mhm. Und greife zuerst mit meinem Stab an. Oh, das geht los. Das so trifft. Trifft in der Tat, ja. Für 5 Schaden. Mhm. Und ich schlag ihm noch einmal, beziehungsweise werde ihm wahrscheinlich dann irgendwie so in den Bauch reinrammen. Und möchte dann nochmal einen Unarmed Strike mit meiner Bonusaktion hinzufügen. Okay, ja. Trifft, ja. Für weitere. Okay, schade. Das war 4 Schaden. 4, ne? Genau. Für 4 Schaden, als ich
direkt nochmal mit der Faust nachsetze, um ihn irgendwie mitten ins Brustbein reinzuschlagen. Ja. Auch da merkst du nur so leichte Schmerzenslaut. Aber wankt man nicht einmal wirklich. Du siehst, dass die beiden jetzt unmittelbar unter dir anfangen, auf den ersten Oger einzuprügeln. Ich werde in mich gehen und mich konzentrieren und auf den hinteren, auf diesen hier, ne? Der ist ja noch nicht so wirklich im Kampf geschehen, werde ich Krone des Wahnsinns wirken. Und über seinem Kopf erscheint so eine gezackte Krone aus Eisen. Und er muss einen Weisheitsrettungswurf bitte ablegen. Das kann nicht so viel sein mit dem Ruf. Das ist halt gegen deinen, gegen das Beifahrt. Ja, gegen 12, bitte. Das sieht nicht gut aus. Das scheint nicht geschafft. Mhm. Damit, also halte ich das jetzt aufrecht und so, wenn ich das richtig verstehe, hat er trotzdem noch seine normale Aktion, aber in meiner Aktion muss er ein Wesen meiner Wahl angreifen. Korrigiert mich jemand, wenn ich das falsch verstehe? Du entscheidest, wen er angreifen soll. Aber genau. Er kann immer noch im Grunde das machen, was in seiner Möglichkeit liegt. Genau. Also in seinem Zug darf er quasi frei handeln. Genau. Okay. Dann greife ich jetzt logischerweise Tarik an. Nein, Quatsch. Die einzig logische Möglichkeit. Ja, es denkt dran, der ist fixiert, ne? Der ist fixiert? Genau. Ist fixiert. Ja. Aber der sollte mit seiner Keule vielleicht sogar rankommen, oder? Weiß ich nicht. Hat tatsächlich Reach 5 Feet. Ja, kommt dran. Dann schlägt er jetzt volles Pfund auf diesen Oger. Sein Bruder. Au. Er trifft. Haha! Und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Tatsächlich schlägt er seinem Bruder, was so ist, keine Ahnung, mit seiner riesen Keule voll in den Rücken. Diesmal wirklich ein lauter Schmerzensschrei und auch Schrei der Verblüffung, der dem Oger entfährt. Der kurz nach hinten blickt und dann aber beschließt, dass man sich doch erstmal mit dem kleinen Vieh vor sich auseinandersetzen muss. Und jetzt die Keule nach Tarik schwingt. Bitte nicht. Trifft dich eine 24. Ach, nee, ganz, ganz weit weg. Oh. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, dann erhältst du 18 Bludgeoning-Schaden. Oh, jawohl. Zermatscht dir einmal die Schulter. Oh, aua, aua. Du musst den zwei Nerds auf einer Schulter tragen. Oh ja. Der andere Arm ist lieber. So, und der andere Ogre versucht sich jetzt aus dem Festhalten zu befreien. Kostet ihn das eine Aktion? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Rettungswurf. Aber er schafft es auch nicht. Yikes. Ja, also, du siehst irgendwie das eine Bein, es wirkt immer noch so, bewegt es, aber das sieht immer noch so eingeschlafen aus, es wirkt so steif. Das andere Bein wird von deinen Ranken festgehalten. Der versucht das irgendwie so loszuziehen, aber es gelingt ihm nicht. Und er ruft dem anderen Oger irgendwas zu. Ziemlich lauten, gutturalen Sprache. Charlene, was möchtest du tun? Okay, ich glaube, Fokusfeuer ist sinnvoller auf den einen Dude vor uns. Deswegen würde ich mal versuchen, einen Guiding Bolt auf den 15 sollte treffen. Das trifft, ja. Für 17 Radiant Damage und okay. Guiding Bolt macht, dass der nächste Attack Roll gegen ihn Advantage hat. Ja, also ihr seht von diesem Guiding Bolt. Ja, beschreibt selbst. Ja, genau, wie Charlene einfach so
Alle auf ihn! Und es kommt halt wirklich wie so ein Lichtstrahl vom Himmel hinab runter. Der ist auch in so einem leichten Leuchten jetzt gehüllt, was man ja auch noch besser sehen kann in der Dunkelheit, durch das es bei uns viel Auswirkung hat. Und das hat ihm dann wohl auch sehr wehgetan, wie er von diesem Licht geblendet und gleichzeitig ein bisschen verbrannt wird. Ja. Brüllt auf, reißt so die Keule vor sich, so schützend. Tarek. Ja, das ist natürlich jetzt die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber stattdessen werde ich ihn brutal angreifen. Mit Advantage. Mhm. Das ist ein Crit. Und ich rufe die Macht meines Gottes auf ihn und aktiviere ein Smite. Und wie funktioniert das jetzt nochmal? Jetzt crittet beides, oder? Genau, richtig. Cool. Das heißt, okay. Würfel am besten erstmal den Schaden, dann smitest du noch einmal und verdoppelst es auch. Wie viel macht Smite? Was macht das? Ein D8? Ja. Cool. Ja, dann würfel ich 2 D8, um fair zu sein. Ja, richtig. Mhm. Für nochmal 6 Schaden extra. Nimm das, Bestie! Ja, 8 Schaden extra, ja. Das sind dann 29 Schaden insgesamt. Ja, beschreib, wie du ihm minus 21 Schaden machst. Was? Ja, das war ja voll die Verschwendung. Cool. Ja, ich heb das Schwert mit einer Hand, weil mir die andere zerbrochen hat, in die Luft, sehe diesen Himmelsstrahl und ramme es ihm einmal direkt ins Auge. Nimm das. Und dann würde ich mich gerne bei der Bewegungsaktion zurückziehen, ein Stück. Okay. Ja. Dieses Riesenvieh, geschlagen von dem Schlag, taumelt, lässt seine Keule fallen. So ein bisschen, als ob irgendwie so ein kleiner Baumstamm neben euch zur Erde fällt. Und dann fällt er selber um und unter euren Füßen bebt so leicht die Erde, als dieses Riesenwesen umkippt. Direkt neben dir, Qual. Rückzug wird auch kaum eine Option jetzt sein, oder? Ruf ich einmal zwei Aktionen. Hm? Und möchte den nächsten ganz gerne angreifen. Ja. Nehme an, weiß nicht, ob ich irgendwie im Advantage bin, weil der. Wenn er okay. Fixiert ist, ja. Okay, ja, dann trifft ihn die 20 wohl. Mhm. Und zwar renne ich auf den Torso des anderen, spring rauf, schlag den einmal von oben mit meinem Stab auf den Schädel für 6 Schaden und benutze einen Keypunkt, um Flurry of Blows zu wirken. Okay. Um noch 2 Unarmed Strikes hinterher zu werfen. Was wohl auch trifft. Das trifft auch, ja. Für 5 und die 16 wird wohl auch treffen. Ja. Wie ich die Werte kenne. Also für insgesamt weitere 9. Als ich noch in der Luft bin, einmal einen Salto mache, den nochmal mit dem Hacken noch erneut auf die Stelle einschlage. Und dann eben noch beim Fall exakt noch einmal den Kopf mit dem Ellenbogen fixiere und dann vor ihm zu Boden lande. Also insgesamt für 15 Schaden. Ja, auch der kommt so langsam ins Wanken jetzt. Du stehst immer auf deinem Ast, was möchtest du tun? Ja, da ich jetzt keine Verwendung mehr für seinen hohlen Geist habe, gebe ich meine Konzentration auf. Die eiserne Maske, die eiserne Krone, eher gesagt, verschwindet. Und ich schieße einen Feuerpfeil auf ihn. Habe ich Advantage? Der ist fixiert, ja, deswegen. Ja. Hast du ja. Triffst. Dann treffe ich wahrscheinlich. Für 8 Punkte Schaden. Nimm das! Ja. Auch dein Fall gräbt sich durch eins der Fälle. Man sieht so eine leichte Rauchfahne, die an der Stelle aufsteigt. Der Oger versucht nochmals, sich aus der Haltung zu und aus der Fixierung zu befreien. Das macht er erst am Ende seines Zuges. Ach, erst am Ende? Hm. Okay, ja, dann versucht er jetzt, bevor er das tut, einmal den Tiefling vor sich
von sich wegzutreiben mit einem großen Schwung seiner Keule. Trifft eine 13? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich springe einmal über seine Keule drüber. Ja. Und dann versucht er sich zu befreien. Und diesmal gelingt ihm das auch. Schallen. Okay, heilen oder? Nee, ich kann danach immer noch heilen. Erstmal wollen wir den zweiten Ogre down haben. Deswegen greife ich erneut an mit Pfeil und Bogen. Longbow. Ja, auch der trifft für erneut 9 Schaden. Ja. Ja, also ihr seht, wie er jetzt wirklich langsam, er hat sich befreit und schwingt, macht so einen wütenden Schlag Richtung Qual, der dem aber geschickt ausweicht und kriegt dafür direkt erstmal noch einen neuen Pfeil in seinen Wanst. Ja. Langsam gleich da im Nadelkissen. Das ist richtig, Tarek. Du hast ja, deinen Fall. Ich renne natürlich heran, um heldenhaft den Last hier zu stehlen. Okay. Ja, ja, versucht das. Versuche natürlich ihn anzugreifen. 23. Trifft. Ja, dann werfe ich nochmal Dings. Das ist ja grauenhaft. ich werde noch einmal smiten. Mhm. Mit einem W8. Das gibt's ja nicht. Ja, schade. Ja. Also, der Ogre wirkt sichtlich überfordert. Deine Schläge machen keinen wirklichen Schaden, aber er taumelt immer weiter, versucht sich so, fällt fast zurück, versucht euch so abzuwehren. Qual. Ja, erneut möchte ich ihn mit meinem Stab behelligen. Trifft? Das trifft immer noch für 9 Schaden. Und damit streckst du ihn nieder. Ja, ich verwende meinen Stab mehr, um mich hochzuschleudern, um ihn von unten Kick gegen den Tritt zu geben, gegen das Kinn zu geben. Ja. Du siehst, wie sein Kopf so zurückschnappt nach deinem Tritt, er die Keule fällen lässt und gleichsam einfach hinten rüber knallt und mit einem lauten Geräusch zu Boden fällt. Ja. Mein Schweif peitscht glücklich hin und her. Au. Au. Oh, warte, lass mich euch helfen. Tarek sieht schlimmer aus als sonst. Ich habe auch eine Keule abbekommen. Ja, warte mal, lass dich mal sehen. Und ich versuche deine Wunden sogar ziemlich gut. Oh, das ist ja richtig gut. Ja. Das ist ja ganz ungewohnt. Ah, schon besser. Oh. Es war so, als hätte mich ein Baum getroffen. Ja, diese Keule hätte doch mal ein Baum sein können, in der Tat. Es ist ungewohnt, dass Ogre sich nachts anschleichen, oder? Die sind doch eigentlich mehr so die Hau drauf Typen. Hm. Vielleicht wird die Nahrung knapp. Hm. Wir mussten irgendeiner hat sie auf uns angesetzt. Meuchel-Ogre. Der Meuchel-Ogre, der berühmte. Mir ist das jetzt auch kein Begriff, muss ich sagen. Sehr eigenartig. Es hat auch nicht geklappt. Das muss man auch zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sollten wieder schlafen. Ja, sollten wir. Meint ihr, dass hier der beste Ort dafür ist? Wer weiß, ob nicht noch irgendwo Ogern um die Ecke kommen. Ich glaube, dass viele Leute erstmal von einer Gruppe eingeschüchtert ist, die zwei Ogre legen. Aber die stinken. Oh. Genau dieses Seufzen gebe ich vor mir, als ich mich wieder zum Baum bewege und mich wieder an ihn lehne und weiter schlafen will. Dann räumen sie halt weg.
Und wenn ihr das nicht schafft, dann können sie wohl nicht so schlimm stinken, oder? Ja, gut, es ist jetzt nämlich eigentlich meine Schicht, wach zu bleiben. Ich kann euch helfen, sie wegzuräumen. Wir können es immerhin versuchen. Das ist schon in Ordnung. Ihr könnt sie als Deckung verwenden. Eher nicht. Ich versuche mich einfach so hinzusetzen, dass der Wind in die andere Richtung weht. Ja, das kann dir gerne gelingen, wenn ihr alle zurück in eure Schlafsäcke oder Decken kriecht, die letzten Stunden der Nacht umbringt. Challenge wacht, passiert auch nichts mehr weiter, außer dass sich eben dieser leichte Eigengeruch, den beiden Oger verströmen, so nach und nach dann doch im gesamten Lager breit macht. Weshalb ihr wahrscheinlich dann am nächsten Tag euer Lager ziemlich schnell abbrecht. Ja. Ich mache das in aller Ruhe und meditiere auch noch für 30 Minuten. Ist mir egal, was da passiert. Ich bin absolut eins mit der Welt. Ich lasse sogar einen kleinen Spatz auf meinem Finger. So gut. War das jetzt regeltechnisch eine Long Rest noch oder eine Short Rest? Das ist eigentlich eine Short Rest, weil das nicht 8 Stunden am Stück waren. Das hat mir noch. Andererseits sind Long Rests, wenn sie nur kurz durchbrochen werden, immer noch Long Rests, weil sonst würde man ja auch keine. Ja, da hast du recht. Schon zu spät, ich habe jetzt einen Hit-Die ausgegeben. Ja. Könnt euch es aber auch sparen, weil ihr werdet aufbrechen, nachdem ihr meditiert habt oder darauf gewartet habt, dass Walder dann meditiert, während sich der Rest wahrscheinlich in entgegengesetzter Windrichtung bereits wieder auf den Dreieberpfad begeben hat, um dort auf den Meditierenden zu warten, und dann seid ihr weitergezogen. Wie ist denn das allgemein so auf dem Dreieberpfad? Auch schon die ersten 2 Tage, die wir gereist sind. Das ist ja eine Handelsstraße, das durchaus bekannt ist. Ist die sehr gebeutelt von den ganzen Hobgoblins und Goblins und so, die hier in der Gegend die Gegend unsicher machen? Oder ist da ganz normaler Handelsbetrieb, so wie man es eigentlich kennt? Nee, tatsächlich seid ihr jetzt in den vergangenen 2 Tagen, die ihr dem Weg gefolgt seid, der relativ breit getreten ist und davon zeugt, dass er recht viel benutzt wird eigentlich, keine anderen Menschenseele oder Kulturseele, Volksseele, wie auch immer, begegnet. Weder hat euch jemand überholt, noch ist euch jemand entgegengekommen. Und ihr hattet ja auch schon in Nivendar, als ihr aufgebrochen wart, gehört, dass offensichtlich gerade die wenigsten diesen Weg einschlagen, weil man eben ständig von Banditen, Goblins, Hobgoblins oder sogar Orks hört, die Händlern auf den Weg auflauern. Okay, also hat sich das vermutlich auch schon in weiter tiefer in die Reiche rein rumgesprochen. Es scheint so, ja. Okay. Ja. Und wie gesagt, ihr setzt dann eure Reise fort. Noch einen weiteren Tag und eine weitere Nacht verstreicht, ohne dass irgendwas Bemerkenswertes geschehen würde auf eurem Weg. Und es ist der 4. Tag, mit dem Mittag, als euch das erste Mal jemand entgegenkommt. Tatsächlich nicht nur eine Person, sondern gleich so eine ganze Karawane. So ein Boss von mehreren Händlern mit Wägen, die von mehreren Söldnern tatsächlich auch begleitet werden. Die kommen euch entgegen, passieren euch, wenn ihr allerdings nicht sie ansprecht, machen die auch nicht halt, um mit euch Worte zu tauschen. So ein Nicken und eine gute Reise. Ja, und sagt sich, nickt ebenfalls zu.
Wir haben nicht genug Geld, um irgendwas zu kaufen, jetzt so als Bestandaufnahme, oder? Irgendwas Nützliches, falls wir was Interessantes dabei haben. Also ich habe nichts, das war jetzt eine Frage an euch. Ich wüsste vor allem nicht, was ich hier haben wollen würde. Heiltränke zum Beispiel. Was haben Sie denn? Geladen ist ja in Richtung, ja. Ja, wenn du so dran vorbeiguckt, es scheint ein großes Sortiment an Waren zu sein. Weniger Proviant und dergleichen, als dass viele Gewürze transportiert werden von dem einen Händler. Es scheint wohl wirklich ein Gewürzhändler zu sein, der da nach Niewinter auf dem Weg ist. Ein anderer hat Eisen. Da schaue ich durchaus mal durch, ob ich mir so ein kleines gemischtes Tütchen fürs nächste Frühstück oder Abendessen da irgendwie zusammenstellen kann. Ja klar, also wenn ihr kurz mit denen redet, wenn die euch bereitwillig ihre Wagen kurz präsentieren, kannst du da gerne so eine kleine Gewürzmischung für ein paar Silbertaler aussuchen. Ist tatsächlich auch, du kennst dich ja aus, eine gute Auswahl von teilweise auch recht exotischen Gewürzen. Solange der Preis noch sich im Rahmen hält, werde ich auf jeden Fall so ein paar exotischere Sachen, die vielleicht für unsere Reise so das ein oder andere Mal in Gebrauch geraten, mir da irgendwie besorgen. Kannst du gerne machen. Super. Wie gesagt, guck mal so in diesen großen Münzbeutel. Klimper damit nicht rum. Du kannst, glaube ich, ein bisschen mehr nehmen. Das sollte in der Reisekasse drin sein. Ja, dann mach ich das. Also es ist schon so, dass ich immer schön kochen kann für uns. Ja. Lass dir da so lass dir da was zusammenstellen. Der Händler berät dich auch freimütig. Und ja, also wenn du dieses Gewürz kaufst, solltest du das ungefähr noch, unbedingt noch dazu kaufen. Ich mache mir nebenbei auch so ein paar Notizen natürlich, wenn ich schon mal also einen Fachkundigen dabei habe. Der nächste Kochwettbewerb steht bestimmt bald an. Ja. Deine Rache wird kommen. Er kocht sich seinen Weg zurück in seinen alten Arbeitsplatz. Und dann lehnt er ab und macht sein eigenes Restaurant auf. Genau. Aha. So ist der Plan. Ja, der zweite Händler, der dabei ist, hat tatsächlich Eisenwaren. Hauptsächlich tatsächlich Werkzeug, aber hat auch so das ein oder andere Schwert dabei, was jetzt allerdings nicht übermäßig kunstvoll gefertigt wird, sondern eher so, ja, das mache ich halt auch noch, oder das habe ich auch noch eingekauft. Nichts, was qualitativ überragend ist, aber durchaus gute Waren. Und der dritte und letzte im Bunde ist ein Bücherhändler, der tatsächlich eine große Auswahl an Büchern, Folianten, Schriftrollen dabei hat. Wirkt für diejenigen, die danach gucken, jetzt nicht sonderlich magisch interessiert oder begabt. Also er trägt keine Robe, die ihn als Magier oder dergleichen auszahlt, eher so die Kleider eines Gelehrten. Und ja, bietet halt Bücher und dergleichen an. Hat der auch Speere, der Eisenwarenhändler? So, der Bücherhändler, nein. Dass der Bücherhändler vielleicht keine Speere verkauft, dachte ich. Lass mich einen Würfel rollen, um das zu entscheiden. Das ist auch erstmal eine einfache Woche. Er hat keinerlei Speere dabei. Ja, dann Schwert habe ich leider schon. Ja. Wie gesagt, die passieren euch. Wünsche euch dann, nachdem ihr eingekauft habt, euch kurz unterhalten habt, auch noch eine gute Reise. Und wenden sich dann wieder auf, machen wieder Reise bereit und setzen dann ebenfalls ihren Weg fort. Genau wie ihr das tun werdet. Und weiter dem der Eberfahrt folgt. Und am Abend des vierten Tages seht ihr tatsächlich, oder Nachmittag gegen Abend, fängt es langsam an zu senden, machen sich
vor euch. Sowohl Wald als auch diese Hügel sind jetzt relativ nah an euch rangekommen. Macht sich in der Abenddämmerung, schälen sich so die Reste von Häusern aus dem, ja, am Horizont ab, reichten sich da ab. Und ihr macht euren Weg in das zerstörte Dorf Thornyberry. Es sind tatsächlich eine ganze Anzahl an Häusern, die hier mal gestanden haben müssen, was ihr so von den Ruinen seht. Ihr seht kein Haus mehr, das noch irgendwie bewohnbar wäre. Alle sind entweder zusammengestürzt oder zerstört. Teilweise fehlen ganze Häuserwände. Sieht alles schon ziemlich kaputt und aber auch ziemlich verlassen und zurückgelassen aus. Und so wie es aussieht, ist es auch schon eine ziemlich lange Zeit kaputt. Und ja, ihr geht tiefer in die Ruinen, seht aber allerdings auch keine Menschenseele. Es ist wirklich totenstill hier. Schließt dann, dass ihr in der Nähe des alten Dorfplatzes Schutz von so einer großen Mauer, die noch steht, Rast macht. Verbringt dort noch eine Nacht und habt dann zu beschließen, in welche Richtung ihr euch zuerst aufmacht, denn Agatha, die Todesfee, zu der ihr geschickt wurdet, wäre in Richtung Norden, in den Niewinterwald hinein, und der alte Eulenbrunnen, zu dem Edermart euch geschickt hat, würde sich im Südosten befinden. Ich würde sagen, Untotenplage hört sich erstmal wichtiger an als der Aufenthaltsort eines Buches. Das ist richtig. Dem kann ich nicht widersprechen. Naja, eine Todesfee ist auch untot, oder? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn geschätzt näher dran? Also von dem, was euch erzählt wurde, müsste Agatha vielleicht ja 2-3 Stunden vielleicht außerhalb des Dorfes liegen. Für den alten Eulenbrunnen, nach dem, was euch berichtet wurde, müsstet ihr tatsächlich vielleicht sogar einen Tag nach Südosten reisen, durch diese Hügellandschaft. Dann wäre ich tatsächlich dafür, uns erst um diese Todesfee zu kümmern. Einfach um vielleicht den Tag so zu nutzen, dass wir wieder zurückgehen können, nochmal vernünftig nächtigen und dann weiterzugehen. Also wie ich das verstanden habe, dämmert es doch jetzt schon langsam, oder? Die Sonne geht schon unter. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall diese Nacht hier im Thornyberry verbringen, aber es besteht halt die Frage, was ihr am nächsten Tag dann macht. Okay. Mir ist das im Endeffekt wirklich egal. Beides muss gemacht werden, wie es euch lieber ist. Wir können auch zuerst zu der Todesfee. Ich sehe ein, dass es vielleicht sinnvoll ist, erstmal hier alles fertig in der Nähe fertig zu machen und dann weiterzureisen. Bei immerhin haben wir hier ja ein ganz gutes Lager. Gut, dann machen wir das so. Machen wir das so. Gut. Bringt die Nacht dort. Ihr dürft nochmal alle, die Wache halten wollen, eine Wahrnehmungsprobe werfen. Ich nehme stets und immer die erste Wache. Dann machen wir das so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, oder? Ja, okay. Ja, ja. Ja, Mensch. Läuft. Wir nehmen nichts wahr. Kein bisschen. Da war das Dorf einfach zu... Da war zu viel los. Ist da halt auch alles tot, was soll hier schon passieren?
Ja, es passiert auch die ganze Zeit Nacht nichts. Es bleibt völlig ereignislos. Nur Shalin in den Morgenstunden, als die Sonne so langsam beginnt aufzugehen, so die ersten Lichtstrahlen auf euer Nachtlager fallen. Du hast irgendwie schon so die ganze Nacht, deine ganze Wache über, vielmehr so das Gefühl, als ob irgendwas euch beobachtet. Aber weder deine Vorgänger noch du sehen irgendwas oder können sich einen Reim drauf machen, woher dieses Gefühl kommt. Ich habe gelernt. Ich sehe schon eine neue Generation von Ogern, denn ja. Bricht heraus. Ja. Quasi eine Runde drehen, aber wenn ich nicht sehe. Trotzdem auf der Hut bleiben. Spitzohr gespitzt. Warte. Was? Ich wollte Ohrenspitzen sagen, aber ich habe ja schon spitze Ohren. Aber wenn dann nichts weiter ist, dann würde ich aber schon mal anfangen, Frühstück für die anderen vorzubereiten. Ich kann ja auch sehr einfach Nahrungsmittelrationen finden. Das heißt, wenn hier vielleicht irgendwo noch ein alter Bärenbusch wächst oder sowas, kann ich da ein bisschen was von abzupfen. Ja, also kannst du hier gerne den Rest der Woche damit verbringen, nach Kräutern oder Essbaren zu suchen. Du wirst hier nicht so viel finden. Ja. Aber du wilde Kräuter und so oder Bären. Ein paar Sträuche, die vielleicht mal zu einem Haus im Garten gehört haben, findest du. Hast dann halt so eine Handvoll Beeren, die ihr beim Frühstück zusammen einnehmen könnt. Und dann macht ihr euch nach Norden auf. Oder vielmehr wieder nach Nordwesten. Denn als ihr euch auf dem Dorf Richtung Norden rausbegibt, seht ihr tatsächlich einen kleinen Trampelpfad, der vom Dorf aus in den Wald hineinführt. Ihr folgt dem Wald, dem Trampelpfad in den Wald. Der schlängelt sich so zwischen den Bäumen hin und durch, die ja durch ihr Laubwerk das Ganze schon wieder so ein bisschen dunkel und auch leise machen. Der leise Winter geht, bringt die Blätter zum Raschen und dämpft alle anderen Geräusche. Dichter Ranken- und Moosbewuchs prägen so das Bild, als ihr euch durch den Wald bewegt. Und ihr passiert quasi am Ende, oder ihr nehmt eine Biegung dieses Pfades und seht so eine Hütte, die aus mehreren Ästen und Wurzeln geformt ist, die so ineinander verwoben wurden, dass sie quasi diese Hütte ergeben. Dass sie quasi so wirkt, als wäre sie aus dem Wald selbst herausgewachsen. Und in diese Äste und Zweige ist tatsächlich eine Tür eingelassen, die so leicht aufsteht. Es scheint recht niedrig zu sein. Ist das der Ort, an dem wir hin müssen? Ist das Haus der Todesfee? Ich wusste gar nicht, dass sie in Häusern leben. Auf jeden Fall eine sehr interessante Konstruktion. Gefällt mir viel besser als die meisten Häuser. Nun, Shalin, mir scheint auch, als wäre das exakt deine Aufgabe. Inwiefern? Das ist elfisch. Und eine Klerikerin. Und ich denke, das ist das Beste, was wir gerade haben. Dann sollte ich aber zumindest den Kamm direkt mitnehmen. Oh, ja. Er kramt so ein bisschen rum.
Nein, hier. Ah! Hier. Und nimmt ihn dann aus einem so. Merkst, dass da drin irgendwie so einige Taschen hat. Reicht ihn dir so rüber. Ja, bitte. Ist das nicht gefährlich, wenn du alleine gehst? Von alleine war nie die Rede. Sagt nur, dass es ihre Aufgabe sein sollte. Gebt mir vielleicht etwas Rückendeckung, aber ich meine, wenn wir ein Geschenk für sie haben, gehe ich davon aus, dass sie mit sich reden lässt. Was haben wir denn von ihr zu erwarten? Ist sie aggressiv? Will sie uns umbringen? Weiß nicht, Todesfee hört sich nicht besonders freundlich an. Wie viel wissen wir denn über Todesfeen? Könnt gerne mal einen Wurf auf Arkane. Oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, Arkane-Kunde. Null Respekt. Selbstverständlich. Davon war auszugehen, aber ich trotzdem. Jeder weiß mehr als Shailin, das kann man festhalten. Das ist richtig. Ist halt wieder natürlich. Hat halt nichts mit dem was zu tun, was eigentlich in einen Wald gehört. Ja. Ich glaube, ich habe schon mal etwas über solche Todesfeen gelesen. Das wäre? Ja, lasst mich überlegen. Du kannst natürlich gerne sagen, was du selber weißt. Also du hast. Ja, erzähl mal ruhig. Ja. Ja, also du weißt natürlich, dass es ein untotes Wesen ist, das aber nicht dadurch geschaffen wurde, dass irgendjemand es wiederbelebt hat, notwendigerweise. Kennt auch die Gerüchte, die damit umgehen, dass wenn jemand eine Todesfee gesehen hat, ist das ein Zeichen dafür, dass er später in kurzer Zeit selber sterben wird oder irgendein Unglückszeichen, das allerdings mehr so Aberglauben sind. Weiß aber, ob ihrer, dass die Berührung solcher Wesen durchaus die Berührten sterben lässt oder das Gewebe, das berührt wird, Teil des Körpers, der von ihnen berührt wird, stirbt ab. Ja. Insofern sind das durchaus tödliche Wesen. Ich glaube, vielleicht halt es doch lieber. Du das übernehmen, wenn du mehr davon weißt. Und ich sehe ich halte ähnlich. Stimmt. Ich bin absolut überzeugt. Ich war auch gerade drauf und dran, euch den Kamm wieder abzuklauen, zu nehmen, rüberzugeben. Ihr schafft das schon, Schnipp. Vergesst nicht, ihr seid ein Held. Wenn ihr alle das sagt, dass ich das schaffe, dann bin ich wohl ein Held. Wir sind doch da, Schnipp. Ich nehme den Kamm und gehe so ein bisschen mit spitzen Zehen. Wir sind direkt hinter dir. Wir sind wirklich direkt hinter dir. Ja, wir folgen dir auch rein, kein Ding. Dreh mich dabei immer noch jeden zweiten Schritt einmal um. Du bekommst noch einen kleinen Klapser auf die Schulter von mir und ich gebe dir dabei ein Guidance. Guidance! Und wenn ich an der Tür stehe, wirklich würde ich das ganz normal handhaben und anklopfen. Jemand zu Hause? Lopfst. Deine Stimme verhallt so leicht. Hallo? Merkst du, wie dir aus der Hütte, die Tür stand ja so ein Spalt weit auf, aus dieser Tür so ein kalter Luftzug entgegenkommt. Ja, okay. So durch den Türspalt. Ja, so durch den Türspalt siehst du tatsächlich so ein fahles Licht in der Hütte. Die dir zumindest das Interieur zeigt. Ziemlich spärlich möbliert, falls da tatsächlich jemand leben sollte. Du siehst eine Truhe, zwei Regale und Tisch und so eine Art Liege. Alles aus Holz und also du kannst das im Fall nicht schwer erkennen, aber es wirkt zumindest aus der sicheren Entfernung der Tür doch recht kunstvoll und filigran gefertigt. Also du erahnst an diesem Tisch
an den Beinen so feine Muster. Dann kommt dir nochmal so ein Windhauch entgegen, so ein kühler. So wie ich es in einem Groschenroman in Nie Winter gelesen habe, wir kommen in Frieden. Und gehe so ein Stückchen weiter nach vorne. Und gehe jetzt, versuche mal einzutreten. Tür knarrt so leicht, dass du sie noch ein Stück aufziehst und dann hineintrittst. Du merkst, dass es in dieser Höhle, in dieser Hütte, merklich kälter ist. Immer so ein leichter Luftzug entgegen, als du jetzt in die Hütte reintrittst und siehst, wie sich unmittelbar in der Nähe dieses Tisches ein altes, bleiches Licht zu sammeln beginnt. Es flackert so leicht und beginnt dann nach und nach Gestalt anzunehmen. Es nimmt die Gestalt einer weiblichen Elfe an, deren Haar so ganz wild von ihrem Haupt fällt und so teilweise wild vor ihrem Gesicht herab. Sie schwebt so leicht in der Luft. Ihre ehemals schönen Kleider hängen teilweise so Fetzen von ihr herab und wiegen so leicht in diesem kühlen Wind, der von ihr auszugehen scheint. Nicht. Warte, was, ob sie mit mir spricht. Also erstmal, ja, hallo? Sie wiegt ihren Kopf so ganz leicht zu dir, und so ein Windzug fährt in ihr Haar, blößt zu ihr Gesicht, ein hasserfüllter Blick trifft dich, eines ursprünglich, also ihre Züge sind immer noch fein und filigran. Muss mal recht schön gewesen sein, aber irgendwie so wie gesplittertes Glas, so gehen irgendwie so Risse durch ihre tierische Haut. Also blickt dich an, beginnt zu sprechen, ihr kommt wieder, als ob ihre Stimme von diesem kalten Wind getragen wird, so kommt sie dir entgegen. Närrischer Sterblicher! Was willst du? Wir sind auf der Suche nach einem. Ich gucke mich nochmal so um, ob die auch wirklich hinter mir sind. Ich stehe hinter dir, ja. Also die, tatsächlich ziemlich direkt. Wir sind auf der Suche nach einem Buch. Wir haben ein Geschenk. Ach ja, und ein Geschenk haben wir auch. Und ich halte den Kamm so ganz stolz nach oben. Ja. Sie hält so einen Augenblick inne, wollte gerade noch was sagen, dann hältst du diesen Kamm hoch, im Sonnenlicht von draußen so einmal aufblitzt. Sie hält in, schwebt so zu dir rüber, auch so zwei, drei Schritt auf dich heran und betrachtet von oben herab diesen silbernen Kamm. Und tatsächlich zeigt ihr Gesicht eine Änderung. Aus diesem hasserfüllten Starren wird ein fast freundlich wirkendes Grinsen. Gut. Weil sie sucht viele Dinge. Stell mir eine Frage. Ich werde die Antwort, werde dir eine Antwort geben. Wie war die Frage nochmal? Frage ich so nach hinten. Das Buch von Beugsanft oder wie auch immer er hieß. Genau. Hey, warte. Wo ist das? Moment, wir müssen nochmal überlegen. Ich drehe mich nochmal um. Wir haben hier eine Frage, Freunde. Eine Frage. Wir könnten doch einfach auch nach der Wellenhallhöhle fragen. Und was ist, wenn die Antwort nicht weiß? Gut. Das Risiko gehen wir wohl auch mit der Frage mit dem Buch ein, oder nicht? Ja, einen Moment noch, sage ich wieder zu ihr.
Aber unsere Auftrag, da haben wir Auftrag. Okay, ich wollte es ja nur einmal in Erwägung ziehen. Ich habe natürlich Schnipp gesagt, dass er sich darum kümmern soll und daran soll es auch nicht scheitern. Ich wollte es ja ein Versprechen gegeben. Ich wollte es ja nur einmal erwähnt haben. Das ist ja auch richtig, aber wenn sie keine Antwort hat, dann sind das gleich zwei Dinge, die blöd sind. Das ist ja nur alles, was ich erwähnen wollte. Letztendlich liegt es an Schnipp. Ich will dir hier keinen Druck aufbauen, Schnipp. Oder so ähnlich ist, aber mach, was du für richtig hältst. Es wird da schon kein Falsch geben. Ich könnte sie auch einfach fragen, ob ich einmal ein großer Abenteurer werde. Das wäre auch sehr sinnvoll. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. wo ist das Buch? Wie heißt er noch gleich? Von Beug Sanft. Wo finden wir das Buch von Beug Sanft? Sollte, glaube ich, ein Zauberbuch sein. Beug Sanft. Kenne ich ihn. Ein Buch. Das ist mehr als 100 Jahre her. Da besaß ich es. Ich habe es getauscht. Mit einem Nekromanten. Hieß Zernoth. Stammte aus Iriebor. Ich weiß nicht, was danach aus ihm geworden ist. Danke. Ich danke euch. Dann nimmt sie so den silbernen Kamm und beginnt mit einem Windhauch, der durch den Raum geht, quasi so wie so ein Pulver sich zu verteilen und ist dann verschwunden. Wir sollten vielleicht raus hier. Ja, da bin ich auf jeden Fall dafür. Nun gut. Dann werden wir hier wohl nicht einziehen und als große glückliche Familie wohnen. Sage ich so mit einem übertriebenen Augendrehen und einem fröhlichen Rumpeitschen des Schweifes. Ja, raus hier. Ist euch auch so kalt? Ja, hier drin ist es kalt. Es ist ein bisschen frisch. Ja, lass uns wieder zurückgehen. Vielleicht hat sie ja ein Fenster offen gelassen. Auch das sagte sie mit, also. Wir sollten wieder zurückgehen. Ich glaube aber, das liegt generell irgendwie an Geistern. Und sagt er nicht umsonst, dass man irgendwie einen kalten Schauer über den Rücken läuft, wenn man es mit Geistern zu tun hat. Ich hoffe, ich werde nicht mehr allzu viele Geister sehen müssen. Das behagt mir nicht. Hey, das ist doch auch etwas, was zum Heldendasein gehört, ne? Verhandelt mit einer Banshee. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Das ist richtig, auch wenn ich eigentlich nicht hier bin, um ein Held zu sein. Weißt du, Shalin, das sind Sachen, die man sich nicht unbedingt aussucht. Man ist es oder man ist es nicht. Ihr sprecht aus Erfahrung? Nein, Gott verdammt, ich komme aus verdammt Niewinter und war vorher nie rausgekommen. Aber sagen wir doch mal so, wie es ist, wenn das Schicksal irgendwie von einem erwartet, große Dinge zu tun, und man diese einhält, werden einen höchstwahrscheinlich die meisten als ein Held bezeichnen. Außer was sind schreckliche Dinge. Wobei mein Meister auch von solchen Leuten, von Helden sprach. Aber ich glaube, das kann ein Übersetzungsfehler gewesen sein oder bei Helden nicht dasselbe dort bedeutet, wie es hier bedeutet. Ich kannte seine Sprache nicht gut, wenn ihr euch erinnert. Ja. Höchstwahrscheinlich war es ein Übersetzungsfehler. Und ich denke, wer oder was ein Held ist, kommt auch sehr vom Sichtwinkel an.
auf den Sichtwinkel an. Ja, und manchmal braucht man ja auch einen Willen, der stark genug ist. Sei es, wie es sei, Schnipp, das habt ihr gut getan. Ich habe ja gar nicht so viel gemacht, ne? Aber danke. Waren wir jetzt eigentlich erfolgreich? Oder nicht? Oder... Hey, wir haben eine Antwort bekommen. Es liegt nicht an uns, was mit dieser Antwort was anzufangen. Das stimmt wohl. Auf jeden Fall kann man so weitermachen, würde ich sagen. Oh, jetzt marschieren wir die 2 Stunden durch diesen so freundlich einladenden Wald durch, um danach zu irgendeinem alten Eulenbrunnen zu gehen. Was auch immer ein Eulenbrunnen sein soll. Weißt du, es ist eine Statue einer Eule auf dem Brunnen abgebildet. Ich habe keine Ahnung. Ich krame mal so beiläufig diese Jadekröte raus. Ich frage mich, wenn ich diese Eule gegen die Kröte tausche, ob es dann ein Krötenbrunnen wird. Würde es euch besser gefallen, wenn es ein Krötenbrunnen wäre anstelle eines Eulenbrunnens? Nein, aber kommt drauf an, aus was für Material die Eule ist. Ob sie größer ist, ob sie auch aus Jade ist. Oder fällt mir ein, hieß es nicht, dass ein Untoter am Brunnen gesehen worden? Ja, Untote sollten sich da wohl irgendwie rumtreiben, aber Untote erheben sich doch nicht einfach so. Das ist wahr, aber vielleicht treffen wir noch einen Geist. Möglich, mit dem Schnipp sich dann unterhalten kann. Das wäre doch toll, nicht wahr, Schnipp? Ich kann auch drauf verzichten. Ich meine, wenn es sich so schnell regeln lässt, warum nicht? Vielleicht ist es ja ein böser Geist dieses Mal, wir müssen ihn bekämpfen. Mal sehen, was irgendwie die Toten wieder aufstehen lässt. Werde es nicht herausfinden, wenn wir hier verweilen. Dachte schon, wir wären auch noch auf dem Weg. Also, wir uns schon ja, ich bin davon ausgegangen, dass sie das auf dem Rückweg. Ich habe jetzt eher gedacht, von Cornerberry, das war jetzt wieder Ort als ich gemeint. Also quasi, wenn wir in Cornerberry bleiben, wenn wir sie rausfinden. Das wollte ich auch sagen. Hat man denn schon mal gehört, woran Cornerberry überhaupt so zugrunde gegangen ist? Oder gab es irgendwie, also das ist ja schon eine Geisterstadt. Die schien ja jetzt nicht erst seit gestern irgendwie kaputt. Nee, also das, als ihr da wart, das war nicht kürzlich so. Das habt ihr schon gesehen. Ihr könnt mal einen Wurf auf eine History machen. Geschichte. Oh, da sehe ich mich. Oder sehe ich mich ja wirklich? Das eine Buch, was Qual als Kind mal geklaut hat. Wo stand die Geschichte von Cornerbury drin? Ja, irgendwie ein Geschichtsbuch in den Präfekturen in und um Niewinter. Ich weiß ja nicht. Ja, also ihr habt ihr habt alle schon davon gehört. Oder könnt euch vorstellen, wann dieser Ort in Schutt und in Trümmer gelegt wurde. Nämlich im Zuge der großen Orkkriege, die auch Grund dafür waren, warum dann schließlich die Wellenhallhöhle in Vergessenheit geraten ist. Cornerberry scheint auch einer der Orte zu sein, die im Zuge dessen zerstört wurden. Anscheinend ist die Ebene nicht gesichert oder lukrativ genug, als dass man sie nochmal aufbaut. Scheint so. Seltsam, aber sieht es hier jetzt auch nicht. Bei der Wald hier in der Nähe. Und die gute Agatha wird auf jeden Fall davon profitieren, dass hier niemand rum ist. Sie hat dann wahrscheinlich ihre Ruhe. So gut, wenn sie Ruhe haben will, dann ja. So gut man das wohl als Geist haben kann.
Und so macht ihr wieder euren Weg zurück. Bis nach Bonnebury in die Stadt hinein. Und es ist jetzt so kurz nach der Mittagszeit, als ihr wieder das Dorf betretet und euch hindurch bewegt. Ihr müsst durch den wieder im Zentrum des Dorfes an diesem Brunnen vorbei, um nach Süden durch die Stadt zu gehen. Und kommt an den Brunnen und sieht dann, wollt in Südrichtung abbiegen und seht dann da zwei Gestalten, die entscheidend auf euch gewartet haben. Ihr seht einen hochgewachsenen Mann in Magierroben, zumindest in Roben. Dass er Magier ist, verhält eher seinen Stab, ein 2 Schritt langes Ding aus Glas, das er in der Hand hält. Schräg hinter ihm ein Oger, einer von diesen 3 Schritt großen Wesen. Ja, und dem tretet ihr gegenüber. Ah, guten Abend, die Herrschaften. Oder guten Tag vielmehr. Lass mich raten. Glasstab. Ich guck kurz zu Tarek. Ich glaube, wir denken das selber. Halt's Maul, Glasstab! Das habe ich nicht gesagt. Moment, was? Ich sagte, ich glaube, wir denken das selber. Also, wir können ja wenigstens noch höflich sein. Naja, ich nehme mal an, dass er seine geschickten Ohren auf uns angesetzt hat. Wie wart ihr das? Aber hey, wenn Menschen und irgendwie Goblinoide wieder nicht ausreichen. Es ist mir langsam genug mit euch. Ihr seid bereits dafür verantwortlich, dass meine Anstrengung aufgebaute Diebesgilde. Ja. Oder, naja, eigentlich haben sie diesen Ort eher sicherer gemacht. Glasstab, du stinkst. Indem sie Leute entführt und andere umgebracht haben? Ich weiß ja nicht. Wie dem auch sei, nicht nur ich habe ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Nein, die schwarze Spinne möchte euch auch sehen. Also ich würde euch freundlich bitten, mitzukommen. Legt bitte eure Waffen ab, damit man euch fesseln kann. Ich weiß nicht, das Angebot ist echt schlecht. Das müsst ihr selber wissen. Ansonsten wird sich mein Kumpel Gok um euch kümmern müssen. Er deutet so mit dem Stab auf den Oger neben sich. Tja. Dann wird das wohl, dass wir uns um den Oger kümmern müssen. Dann wird das wohl der 3. Oger sein, den wir heute erschlagen, ha? Das war vor ein paar Tagen. Also den wir in letzter Zeit erschlagen haben. Und Glasstab wird keine Herausforderung sein, denn er scheint betrunken zu sein. Macht mir bitte alle eine Wahrnehmungsprobe. Eieiei, Freunde. Ist das wieder. Ja. Das wird wieder so ein Ding. Kein Ding. Ich bekomme nichts mit. Ich werde einfach ihn weiter provozieren. Ja. Tatsächlich kriegen nur Schnipp und Schalin etwas mit. Während die anderen beiden sich damit beschäftigen, entweder diesen Oger zu mustern oder den Magier zu provozieren, hört ihr aus den Gassen hinter und um euch und aus den Häuserruinen Geräusche. Irgendjemand, irgendetwas liegt da noch rings um euch herum auf der Lauer. Ja, wir sind einer Falle gerannt.
Was tun wir denn jetzt? Falle, was? Flucht nach vorn. Wie weit ist Glasstab von uns entfernt? Eine Sekunde, dann ziehe ich eine Karte. So. Zack. Ungefähr, was würde ich jetzt mit einem Blick auf die Karte schätzen? Hast du es schon gezogen? Nee, ihr seid als Skype-Fenster ist im Weg. So, jetzt kann ich euch ziehen. Zack. Also, hey, knapp über 30 Fuß sind zwischen euch. Ich glaube, ganz ehrlich, dann würde ich ihn einfach ganz dreist mit einem Wurf durch anwerfen. Einfach klar zu machen, dass ich hier keine Diplomatie mehr aushelfen würde. Okay, dann würfen bitte alle mal ihre Initiative. Okay. Hä, ich hab den doch. Ach. Come on. Ah ja, klar, weil. Egal. Ach, Glasstab. Why you do this to us? Bin mal so frei und wenn's genehm ist, würde ich nochmal würfeln. Ja, gut, das ist ja kaum ein Unterschied. Ja, okay. Also Shalin sieht, wie Qual einen Wurfpfeil herauszieht. Von hinten halt. Das heißt, sie sieht wahrscheinlich noch meine Hand, die irgendwo am Gürtel was rumfummelt. Möge die Macht des Fährtensuchers eure Angriffe ins Ziel leiten und ich caste Bless auf euch drei. So, das nochmal, damit ihr das lesen könnt, was es tut. Okay. Ja, möchtest du dich noch bewegen, oder? Ich gehe hier zurück und möchte so, dass ich mit so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehe, damit mich zumindest nichts von hinten anfallen kann. Oh, ach so, das war, ich lese die ganze Zeit das Falsche, lol. Okay. Ja. Ja, ihr seht, wie der Stab von Glasstab so von innen heraus leuchten beginnt und wie sich dann so ein Schimmer um ihn legt, der einen also zwei Schritte zurück macht. Qual. Gut, für angedroht. Zack, ich mache einen Schritt kurz vor Tarek und möchte mein Messer auf ihn werfen. Irgendwas mein Pfeil. Das trifft ihn. Gut, für 6 Schaden, als ich ihn einmal währenddessen ja gerade ausweichen will, noch irgendwie ein Messer oder so in seine Knie oder also seine Kniekehle oder was reinschleudern. Stolpert ein paar Schritte zurück. So, und dann würde ich mich ganz gerne noch wieder. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie im Haus oder so in Deckung gehen? Oder kann man da irgendwie durch? Ja, das ist so ein kleines Stückchen Wand eingestürzt. Aber ich würde von, wenn ich drinne bin, wahrscheinlich nicht mehr durchkommen oder so. Ansonsten würde ich. Ach, schwierig zu sagen.
Ich bleib einfach hier stehen. Okay. So, beweg mich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Arik. Ich möchte gerne mich etwas seitlich bewegen, um so eine Klammeraktion quasi, wenn die hier reinstürmen, was versuchen sollte, der Ogre anzuleiten, und werde auch meine Aktion darauf halten, dass der Ogre geht mir hier hin, Qual angreift. Beziehungsweise in meine Attack-Range kommt eben. Willst du ihn also im Hinterhalt locken, mehr oder minder? Nee, ich will ihn halt die Zange einfach nehmen, wenn er reinkommt. Ja, eben, wenn er reinkommt, kannst du also, ihn haben, meine ich. Ja. Verstehe ich das richtig? Du möchtest ihn angreifen, sobald er in deine Reichweite kommt? Ja, richtig. Okay. Schnipp. Ich möchte mich erstmal hier hinter dem Brunnen so ein bisschen verstecken, wenn das geht. Mhm. Ist doch ein Brunnen, ne? Ja, ist ein Brunnen. Ungefähr einen halben Meter hoch. Und dann möchte ich auf den Ogre wieder meine Krone des Wahnsinns wirken, um Glasstab 1 über den Schädel zu ziehen. Das sollte funktionieren, hoffe ich. Schauen wir mal. Ja, nein. 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 Leider nicht. Er hat diesmal den Schlauen von den dreien mitgebracht. Nein, nicht der Schlaue. Oh nein. Er ist nicht nur kräftig, er ist auch schlau. Oh. Mehr. Halt, stopp. Nee, das gilt nur für mich selber. Dann möchte ich nicht mehr machen. Okay. Dann seht ihr jetzt, wie aus mehreren entweder Häuserruinen oder Hinterhäuserruinen Orks erscheinen und auf euch zustürmen. Wie viele an der Zahl? Sobald ich sie markiert gekriegt habe, siehst du das sicher? 6 Stück. Ach, du dicke Säule. Okay. So. Bis an Schallen ran. Ja. Plötzlich wimmelt es überall von Orks. Aber sie sind noch nicht nah genug, also waren nicht nah genug heran, um zuzuschlagen. Shalin, was möchtest du machen? Also erstmal werde ich diesen Kampf wohl mit Dolch und Schild herangehen. Erstmal benutze ich meine Bonusaktion, um Spiritual Weapon zu casten. Hinter. Hinter welchem? Ach, aber erstmal hier hinter. Hinter dem hier erscheint eine leuchtende Waffe, ein leuchtendes Schwert, welches ihn nun angreifen möchte. Moment, ich caste kurz erstmal Spiritual Weapon. Warum macht er das nicht? Ah, doch, hat er gemacht. Da, Spiritual Weapon. When you cast a spell, you can make a melee spell attack against a creature within 5 feet of the weapon. Habe ich das eingetragen? Doch, habe ich eingetragen. Genau, dann würde der den schon mal direkt angreifen. Eine 11. Kriegt das quasi also ist das eigenständig, das diese? Ja, genau, das ist ein eigenständiges Ding. Ja, warte, ich gebe dir ein generisches Token, das ich. Ja. Dahin solltest du es haben, oder? Hier hin.
Okay. Das erscheint hinter ihm. Ja, also das kann ich sagen, wo es hin will. Hat er da nicht Advantage, weil er überrascht ist? Okay, ich hab's versucht. Trifft eine Elf. Nein. Schade. Okay, dann nutze ich aber noch meine normale Aktion, um den Form mit meinem Dolch anzugreifen. Wie das? Auch eine Elf, wird auch nicht treffen. Nein, das hat nicht. Hätte ich bloß mir auch selber mal Guidance gegeben, Bless. Gut. Ja. Jemanden bewegen wirst du dich nicht? Nein. Dann ist jetzt Glasstab in der Reihe und schwingt jetzt abermals seinen Stab. Hätte es ja von der Bless nichts mehr gehabt, weil du schon den nächsten Zauber gemacht hast mit der Concentration. Und auf Qual fliegen jetzt Geschosse zu. Ah, okay. Wahrscheinlich Magic Missiles. Richtig. Treffen die mich ja einfach. Drei Stück, die dir 7 Schaden machen. Und du an der Reihe bist. Finde ich erstmal nicht so cool. Verständlich, ja. Ja. Da komme ich nicht durch. Ich muss irgendwie Sichtkontakt unterbrechen. Cool, da kann er mich immer noch sehen. Okay. Ich glaube, ich bewege mich hierhin. Und malträtiere dann diesen Ork aus der Ecke, weil von hier aus würde mich ja nicht angreifen können. Das ist eine Wand. Einen Moment. Oh, zack. Eben erneut mit dem Stab. Ups. Was aber nicht treffen wird. Du hast. Oh, nein, habe ich nicht. Das ist Konzentration und du hast einen weiteren Zauber gewirkt. Geht auch auf Konzentration? Ja, Concentration up to 1 minute. Ja, steht doch da. Also habe ich davon in der Tat nichts. Und box den halt einfach nochmal. Sieht gut aus. Was ihn wohl treffen wird. Das heißt, auch ich habe es ein wenig schwieriger, weil ich ihn auch schlechter sehen muss. Einmal so stoßen mit dem Stab ums Eck. Trifft aber nicht. Also bin ich genervt, zieh ihn ran und schlag ihn einfach ins Gesicht. Und stoß ihn dann halt wieder ein wenig weg. Und das ist mein Zug. Mhm. Dann wäre Tarek als Nächster. Ja, ich werde... Ich kann ja theoretisch so laufen, ne? Ja, das funktioniert. Um natürlich Shalin zu Hilfe zu eilen. Wartet mal kurz. Nein, du hast das, weil Spiritual Weapon ist keine Konzentration. Und man kann weitere Zauber casten. Während okay. Ja. Ja, dann Redcon und so, ne? Also, glaube ich, so, selbst mit also, dem sich helfen. Weiß ich. Nur damit der. Ja, okay. Halt okay. Ja. Ja, dann erster Angriff trifft in jedem Fall nicht. Ja, der trifft auch so nicht, aber ich verwende ihn halt, noch nicht. Damit ihr es halt in Zukunft. Ja, lass genau. Ich habe es in der Runde nicht gesagt, also oder nicht gemacht. Also, ja. Das trifft, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, also wenn das nicht trifft, ne, dann beiß ich mir beim Bart. 10, lebt er noch? Der lebt in der Tat noch. Dann werde ich ein Smite auf ihn runterregnen lassen. Mach das Smite nicht so irgendwie, keine Ahnung, nur ein Plätt D8 ohne irgendwie Mod. Ich weiß. Moment, das muss ich kurz nachlesen, weil da tut mir gerade im Geiste weh. Ja, liest du das mal kurz nach, während Schnipp überlegt, was er denn macht? Ich werde bedrängt von den Zweien dort mein Glück mit Schlaf versuchen. Und zwar möchte ich das... 2D8. Was? Mach, red weiter, sorry.
und möchte das hier so, warte, Moment, ja, ich muss kurz umändern, hier hincasten. Mhm. Weil dann sind alle Orks betroffen und leider auch Qual. Ja. Warum tötest du mich dann? Nee, ich töte dich nicht. Das Problem ist, ich fühle mich hier tatsächlich ein bisschen bedrängt und ja. Ich hoffe einfach, dass es dich nicht trifft, weil es fängt ja mit denen an, die am wenigsten Leben haben. Ich sollte ein Disengage-Action machen. Und das mache ich mit 5d8. Und zwar möchte ich das für 2 Zauberpunkte als Bonusaktion machen. Hm? Das sind das ist unfassbare ja 10. Katastrophal. Oh Gott. Ja, gut, dann ist es auch egal. Ich vermute mal, dass da keiner einsteigt. Ne? Doch, der direkt vor Qual steht. Stimmt. Schläft ein. Hey! Cool. Okay, nee, da hat mir das tatsächlich doch geholfen. Dann mache ich jetzt für meine Hauptaktion mit einem Zweier. Mit dem Grad 2 das Ganze nochmal. Und zwar in diesem Fall dann hierhin. Mhm. So dass ich im Prinzip bis 3, hier treffe. Ja. Ja, genau. Also dass ich Qual nicht mehr treffen muss. Halt, ne? Ja. Dann mache ich das Ganze nochmal. Das sind dann 7d8. Das sind G. Und nochmal 2 hinterher. 24. Da könnte vielleicht schon was gehen. Ein weiterer schläft ein. Welcher? Der direkt neben dir. Das ist gut. Wenn ich jetzt noch laufe, dann könnte es, werde ich wahrscheinlich von einem von denen oder wahrscheinlich sogar von beiden Gegenangriff kriegen. Ne? Das ist richtig, also. Ja. Dann mache ich nichts mehr. Okay. Seid ihr zu einem Ergebnis oder bist du zu einem Ergebnis gekommen, Tarek? Es sind 2d8 und ich mache insgesamt 14 Schaden. Wupp, wupp. Also noch 3 mehr, ja. Ja, was genau mit einem nicht reicht bei meinem Glück, habe ich recht? Absolut korrekt. Boah, ich habe wieder einen Fehler gemacht, weil ich dumm bin, aber egal. Nostradamus ja. An der Stelle, Leute. Der Ogre erwacht aus seiner Kampflähmung und stürmt Qual und schwingt. Ist er wenigstens ein Disadvantage, weil ich mich irgendwie in Deckung befinde? Nee. Okay, hätte sein können. Okay, das macht meinen nächsten Plan ein wenig zunichte, aber okay. Er schwingt seine Keule nach dir. Ja, gut. Trifft. Alles klar, ich habe 3 warte, ich habe 3 HP jetzt noch. Au. Und der 15 Schaden macht. Mhm. Okay. Hilft alles nichts. Aber hast du nicht in Summe 25 Leben? Ja, aber ich habe ja schon 7 bekommen. Achso, ah ja, richtig. Vergaß. Wo ich den Fehler gemacht habe, weil da hätte ich wieder höllischer Tadel machen können. Der Ork, der Shalin angreifen wollte, der kommt dem jetzt nach und schlägt eine Axt nach dir. Die dich allerdings verfehlt. Der andere Ork schlägt nach deiner soeben erschienenen Waffe. Ich glaube, das ist. Oder kann er das nicht? Ich. Zumindest steht nirgendwo was davon, dass man die angreifen kann. Na gut, dann schlägt er nach dir. Dann kriegt meine Waffe eine Attack of Opportunity. Dann mach sie.
Dann mache ich das. Trifft. Oh. Achso, mit Ordler, ja. Oh. Den Force Damage. Oh. Mit einem großen Kampf- und Schmerzensschrei schwebt er auf dich zu und schlägt seine Axt im Gegenzug nach dir und trifft dich für 5 Schaden. Ein weiterer Ork neben Schnipp schlägt nach dir. Ebenfalls seine Axt schwingend, trifft dich eine... 20. Ja, trifft ihn. Das trifft. Du nimmst 19 Schaden. Das streckt mich nieder. Ich liege am Boden. Der schläft. Der schläft nicht. Der andere Ork wird sich ebenfalls zu Qual begeben. Komm, da ist eine Wand. Da ist eine Wand, der schlägt dann aber mit Disadvantage. Versucht so nach dir zu pieksen mit seiner Axt. Ja, für 18. Warte mal, wenn wir. Nee, nee, ist es nicht. Okay. Nee, nee. Trifft trotzdem. Trifft trotzdem. Eine 19 trifft dich trotzdem. Ja, ich bin down. Und streckt dich auch nieder. Ja. Schaden. Okay, jetzt sind 2 down. Yep. Sehe ich Qual von hier überhaupt? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, du wirst das sehen, ja. Erstmal würde sich meine. Oh nee, warte mal. Ah, das kann ich überhaupt gar nicht. Ich habe nur eine Bonusaktion. Warte mal kurz. Muss mal ganz kurz gucken, was für eine Reichweite das hat. Ich glaube, 100 Meter. Nee, 8. 8. Weil 8 gibt es 3 Leuten. Aber gut, das möchte ich nicht sagen. 30 Feet. Das reicht. Ja. Okay, ich benutze 8. Also es ist ein Second Level Spell. 3 Leute in meiner innerhalb von 30 bekommen 3 HP plus 3 Max HP. Also 6 insgesamt oder? Heilst du dich selber oder gibst du mir die 3 Max HP? Gib dir mal die 3 Max HP. Alles klar. Das heißt, ihr seid beide wieder ab mit 5 HP. Du hast gerade eben dein Mikrofon entpluckt, Schatzi. Sie hört wohl auch nichts mehr? Okay. Ich möchte meine hier zwischen die Orks rüberschieben und den oberen angreifen. Ja. Also ich möchte den oberen angreifen, habe ich gehört. Ja, keine Ahnung. Also der da unten hat noch 1 HP, ne? Der hat noch 5 HP. Ja. Ich mach, wenn ich eine 1 würfle. Ja gut, dann glaube ich lieber den. Ja. Aber der kann auch dich angreifen, nicht nur mich. Ist mir egal. Ja. Gut. Das trifft. Die Dead. Den unteren wolltest du, ne? Ja, dann den da. Ja, der ist in der Tat in deiner spirituellen Waffe ausgenockt.
Und das wär's. Das mit der Heilung ist bei allen angekommen. Ja, was, ich, dass wir, Ja. Okay. Ja. Gut. Glasstab ist an der Reihe. Sieht er gerade irgendwen überhaupt? Ja. So wird der Tarik wohl treffen. Und auch auf dich fliegen drei magische Geschosse. Und versuchen, verursachen 11 Schaden. Au. Qual. War für einen kurzen Moment wurde dir schwarz vor Augen, dann erwachst du wieder. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen knifflig. Ich verwende meine Reaktion, um höllischer Tadel zu wirken. Und zwar auf den Ogre, denn es muss auf eine Kreatur sein, die mich verletzt hat, für 3W10 Feuerschaden. W10 bitte, nicht W8, danke. Für 19 Schaden. Okay, du siehst höllische Flammen. Ja, der Ork hätte ich doch auch getroffen, by the way. Ja, aber da, genau, aber ich kann nur eine Kreatur wählen. Ja, nee, weil du gesagt hast, der Ogre muss es sein, weil er dich angegriffen hat. Ich habe das bloß gedacht. Ich nehme den Ogre, weil er die für mich größere Gefahr ist. Ja, alles gut, alles gut. Dass ihr besser mit ihm umgehen könnt, denn ich werde jetzt einen Keypunkt einsetzen, um Windschritt zu benutzen, um eine Rückzugsaktion als Bonusaktion zu machen und um meine Sprungreichweite zu und Höhe zu verdoppeln. Das heißt, ich ziehe mich nun also zurück und möchte, wenn es möglich ist, auf das Dach springen. Ja, das gelingt dir. Gut. Ich komme dann also mit Kraft bis hier oben aufs Dach. Und da ich immer noch meine normale Aktion habe, da ich bisher nur Bonusaktion und Reaktion verwendet habe, möchte ich mit einem Wurfpfeil noch den angreifen. Mach das. Oh, Baby, da ist er. Du triffst, machst ihm 8 Schaden. Genau, und böller den einmal den Pfeil noch rein. Und das war's, mehr kann ich nicht machen. Ich hoffe aber, dass ich jetzt sicher genug bin. Kommt okay. Mich noch irgendwie in das Glasstab, mich nicht auch noch sieht oder sowas. Tarik? Ich gehe nach unten und hau den Ork, ne? Zumindest versuche ich das. Es gelingt. Ja. Und weißt du was? Ich smite ihn nochmal, weil ich jetzt langsam die Faxen dicke habe. So. Exakt. Damit auf 15 kommst, ich bin mir nicht sicher. Ja, erledigt. No! Stierbestie! Ja. Bleib noch ein Spot leider, aber. Ups. Du rammst dein Großschwert oder schlägst mit deinem Großschwert und deiner göttlichen Wut auf ihn und teilst ihn glatt in zwei. Ja, Moment, jetzt muss ich ja ganz kurz noch was gucken, ob das eine Aktion kostet. Jemanden berühren ist eine Bonusaktion, ne? Worum geht's? Ich möchte dich gerne Lay on Händen. Ich glaube, Lay on Hands ist eine normale Aktion. Ja, das ist ja Bullshit. Dann kommt das eher auf den Spell und nicht an das Brüno. Also steht hier nicht drin. Hier steht nur... Du müsstest es halt vor allem... Er ist in Action, ja, ist in Action, habe ich auch gerade. Da möchte ich mich aber trotzdem mal hier... Das machst du, glaube ich, als Bonusaktion noch gesmited, oder kannst du es einfach so machen? Ja, stimmt, als Bonusaktion muss ich ja smiten, ist richtig, ja, richtig. Ja, ich bewege mich mal hier rüber auf jeden Fall. Okay. Ja, das gelingt dir aber. Was es zu Schnitt bringt. Auch du hast den Stahl gespürt, der dich traf. Dir ist schwarze Augen geworden und jetzt liegst du am Boden. Dann kommst du wieder zu dir. Ich werde zwei meiner
Platz 1 Zauber, also Plätze, umtauschen in Zaubereipunkte. Dann habe ich wieder 3 Zaubereipunkte. Und als Bonusaktion werde ich daraus einen Zauberplatz Grad 2 erschaffen. Das ist kompliziert. Ja, das ist aber so. Alles gut. Und dann zaubere ich, weil ich dann wieder einen Zauberplatz Grad 2 habe, zaubere ich auf mich selbst Unsichtbarkeit. Ich berühre mich also und zauber auf mich selbst Unsichtbarkeit. Jawohl. Und dann kann ich mich noch bewegen. Und gehe hier hin. Gut. Ja, der Oger sieht seinen. Traut seinen Augen kaum. Blickt dir hinterher und ruft einen Wutschrei daher. Rennt hinterher und beginnt mit seiner Riesenkeule auf die Mauer unter dir zu schlagen. Und ja, schlägt Teile der Wand heraus. Merkst, wie das Dach so unter dir zu wackeln beginnt. Qual. Der Ork unterdessen schlägt weiter auf Shalin ein. Mhm. Und das trifft. Trifft Uff. Dich für 14 Schaden. Ui. Oh Mann, oh Mann. Der andere rennt zu Tarek und ja. Schlägt ebenfalls mit seiner Axt nach dir. 5 HP und ich am Oger von mir, alles klar. Nicht. Eine das 15 trifft dich nicht, okay. Nein. Shalin. Erstmal greife ich den Oger hier neben mir an. Mit meinem Dolch. Ok. Mhm. Ok. Decker. Trifft ihn? 21 dürft ihn treffen. Bitte kein. Ja. Damage. Gut. Das reicht in der Tat, um ihn niederzustrecken. Okay. Ich mal ganz kurz hochscrollen. Ich glaube, ich kann 20 Feet richtig. Dann möchte ich meine Spiritual Weapon hierhin ziehen und den vorne angreifen. Kannst du nochmal pingen, wo? Den vor Tarek. Dahin? Ja. Yikes. Das wird ihn aber verfehlen. Das verfehlt ihn, in der Tat. Ja, das war's. Glasstab. Ist an der Reihe und schwingt erneut seinen Zauberstab, während er magische Formen rezitiert und sich wieder mal 3 lilafarbene Schosse aus dem Stab lösen und direkt auf Tarek zuhalten. Oh, wie viel von den Dingen hat er denn noch? Gibt's doch nicht. Und dir 8 Schaden machen? Ja, aua. Langsam wird's eng. Qual, du bist auf dem Dach und merkst, wie dieses Dach wahrscheinlich nicht mehr lange Teil dieses Gebäudes ist. Ja. Ich überlege zu flüchten. Was kann ich habe einen Urga vor mir. Ich habe 5 Lebenspunkte. Ja, drück ihm halt noch einen Angriff rein und dann sieh zu, dass er wegpulst von uns. Okay, nee, ich mach was, etwas, was risky ist. Ich möchte mich runterfallen lassen, beziehungsweise ihn mit halt von oben angreifen. Mit meinem Stab.
Was ihn wohl treffen wird? Ja, in der Tat. Ah, wieder nur so ein Gammelschaden. Für 6 Schaden. Und jetzt gebe ich einen weiteren Keypunkt aus für meinen Schlaghagel. Also ich stehe jetzt wahrscheinlich hier unten. Und für den ersten Unarmed Strike, was ihn treffen wird. Ja. Für 5 Schaden. Einmal so viel Kraft ich noch habe, ihn einmal in die Kniekehle reinzutreten. Und ich möchte bitte, dass ein Geschicklichkeit Rettungswurf macht. Gegen, das müsste eine 12. Ach, ficken. Okay. Nice. Dann kommt der nächste rein. So viel zu meinem Plan, den wohl auch noch treffen wird. Der trifft ihn auch in der Tat. Für 4 und ich möchte, dass er dasselbe noch einmal macht. Nochmal Geschicklichkeitsrettungswurf. Ja. Ah, wirf nochmal schlechter. Okay, nein, das war's. Ich bin tot. Scheiße, Mann. Ja, das war's. Tarek. Keine Heilung kriegt, bin ich tot. Ja, ich versuche den Ork vor mir anzugreifen. Eine 16, wir treffen. Mit 13, oh Mann, das ist doch eine Gammelscheiße hier. Fuck. Ich gebe mein letztes Smite aus, um ihn niederzustrecken. Der hat doch schon Schaden bekommen. Ah, der hat schon Schaden bekommen? Der ist in der Tat. Ja, richtig, never mind, dann ist der tot. Leck mich am Pimmel. Entschuldigung. Ja, was? Easy. Okay, und dann werde ich mal mich anschicken, den Ogre so langsam von hinten auf die Pelle zu rücken. Aber ich habe mich noch ein bisschen Abstand. Cool. Danke. Ich komme nicht mehr ran. Ich kann nicht weiter ran. Mal, lass dir längere Beine, weil es geht auch morgen. Sorry, Mann. Auf dem Level. Ich kann nichts dafür. Kannst dich auch weiter bewegen. Okay, Schnipp. Kann ich über diesen Wagen hier auf das Dach klettern? Ja. Okay. Und von da aus, wo ich jetzt bin, sehe ich auch Glasstab, richtig? Ja. Ja, also ich möchte mich versuchen, so zu positionieren, das ist ja alles hier so halb eingestürzt, dass ich vielleicht den Kopf vom Oger sehe und auch Glasstab. Ist das irgendwie möglich? Ja. Ja? Okay. Wie ist denn grundsätzlich so die Beschaffenheit dieser Ruinen? Also ich kann ja mal sagen, was meine Idee ist. Ist es mir irgendwie möglich, vielleicht hier diese... Moment, ich muss da mal hinpingen. Hier mit Zauberei vielleicht irgendwie, ja, dass die Dachziegel da vom Dach fallen oder dass da eine Mauer einstürzt. Das soll jetzt nicht unbedingt tödlich sein, vielleicht, wäre natürlich schön, wenn, aber zumindest für Ablenkung oder so sorgen. Ja, oder also, ist das so stabil, dass ich das nicht hinkriege? Nee, die sind alle einsturzgefährdet, brüchig, alle Gebäude, auch das Gebäude, auf dem du stehst. Okay. Zum Glück wiegst du nur 10 Kilo. Ja, ich wiege nichts, genau. Dann werde ich, das kann ich auch machen, ohne meine Unsichtbarkeit aufzulösen, weil es kein Angriff ist. Dann werde ich Magierhand wirken und möchte mit der Magierhand, warte mal, sind das 9 Meter, das müsste ja eigentlich locker gehen, ne? Klar, locker. Möchte ich versuchen, hier drüben irgendwie einen Stein zu lösen oder ein paar Dachschindeln oder so, dass da irgendwie was auf ihn herunterstürzt. Sei es, um Schaden zu machen oder vielleicht sogar irgendwie ihn für längere Zeit irgendwie zu behindern oder was auch immer. Ja, das gelingt ja. Also werden keinen Schaden machen, glaube ich, aber werden ihn auf jeden Fall ablenken und ja, oder vielleicht, dass irgendwie der Weg versperrt ist, was auch immer passiert. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall bei allem, was er jetzt machen will, Disadvantage. Okay, alles klar. Wenn wir uns darauf einigen können. Ja, können wir. Okay, also liegt da jetzt so ein bisschen Geröll irgendwie auf der Straße. Ja, wird halt von rechts regnet es gerade irgendwie
Ziegelstücke und Gestein auf ihn herab. Ja, okay. Das ist erstmal alles, was ich machen möchte, ja. Okay. Der Oger hebt seine Keule, nachdem das Ziel jetzt von dem Dach runtergeklettert ist, und schlägt damit nach dir. Qual, bitte nicht. Eine 13. Ja! Oh, er trifft mich Gott sei Dank nicht. Boah, oh, ey. Jetzt. Ich meine, gut, weißt du, ich hätte ihn nehmen können und ich weiß nicht, ob du noch einen Lay of Hand hast. Ich habe einen Lay of Hand, ja. Dann wäre es tatsächlich relativ egal gewesen. Aber sind alle am Schlafen oder ausgeschaltet? Ja, die schon. Anderen zwei schlafen. Okay. Ich schicke erstmal meine Waffe 20 Feet dorthin. Ping mir nochmal. Also sie soll dahin. Das reicht da. Dahin? Ja. Oder noch eine runter? Eine runter noch. Ist eigentlich egal, was du trotzdem. Und greift dann erstmal an. Mit. Oh, sehr gut. Trifft. Sich für 10 Schaden. Ja, ihr seht, wie jetzt der Poker doch auch ins Wanken gerät. So langsam. Dann. Was ich denn da am besten hin? Dahin. Ja, da sollte der mich nicht sehen, um mich anfunken zu können. Und 1, 2. Und würde dann noch mit meiner Thorn Whip den Oger angreifen. Das heißt, man sieht, wie aus meiner Hand so eine Peitsche aus Dornenranken entsteht. 22 trifft auch für unglaubliche 3 Piercing-Schaden. Und er wird 10 Fuß in meine Richtung gezogen. Ich würde sagen, wir kriegen Attack of Opportunity, die dran stehen? Leider nicht. Boah, Mann. Schade. Weil das keine freiwillige. Wow. Ja, ja. Wow. Die Spiritual Weapon wird einfach verdrängt. Nur an die Seite. Aber es ist cool, wenn ich jetzt irgendwie. Okay. Qual, wir haben das. Wir machen das. Ja. Aber ich kann mich in meinem Plan nicht erzählen. Okay, ist alles gut. Stipp ist der Einzige, der sieht, wie sich Glasstab. Ganz kurz. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Also, wenn ich. Das ist auch ein Zauber. Wenn ich den wirke, ist meine Unsichtbarkeit vorbei. Also, ich bin wieder sichtbar. Durch das Wirken der Magier. Falls das jetzt deine Entscheidung irgendwie beeinflusst. Dann lass mich kurz gucken, ob Glasstab dich da oben erblickt. Warte denn. Auf was geht Perception? Intuition? Wisdom. Wisdom? Ja. Intuition gibt's hier gar nicht. Nee. Yikes! Okay, dann ändert das an meinem Plan tatsächlich nichts. Ja. Oh, wow. Glasstab. Erscheint hinter dir auf dem Dach. Und zaubert dann trotzdem deine Magic Missile, weil er dich da irgendwie trotzdem nicht sieht. Auf Tarik. Warum immer ich? Boah, ich bin ganz froh, du. Ich bin jetzt auch da wahrscheinlich. Echt? Ja, ich habe noch 11 Leben. Ich sehe nicht, wie viel Leben du hast. Ah, ich bin nicht down. Okay, das wird doch ein bisschen knappjes. Und Qual ist dran. Ja, puh. Puh.
Ich habe noch einen Keypunkt und die wollte ich mir eigentlich für Glasstab aufhalten. Jetzt ist der am Arsch der Heide. Ja gut, dann kann ich genauso gut noch auf den Ogre losgehen und versuchen, den noch irgendwie zu malträtieren. Mhm. Hilft ja alles nichts. Okay, gut. Trifft ihn aber. Ja, in der Tat. Mach Schaden. Vielleicht lässt man so hier raus. Kann ich auch mal was anderes mit einem D8 als 3 würfeln. Was ist denn das heute? Und Alarm Strike als Bonusaktion. Trifft auch. Okay, ich buchse den halt weiter. Ja, habt ihr irgendwas gewürfelt? Ach ja, okay, tatsächlich. Ja. Steht da auch. Und er wankt. Ah! Steht da wirklich. Er verdreht auch so, wer du jetzt gerade mit dem. Ich weiß nicht, wie du zuschlägst, aber wenn du ihn triffst, seht ihr, wie so kurz die Augen sich nach innen drehen. Ich nehme den Stab und versuch's, ihn so mit seinem Kopf gegen die Wand zu donnern. Danach schlage ich ihn halt einmal irgendwie mit der Faust halt in den Unterleib. Auf der Hoffnung, dass bei dem doch irgendwie die Glocken läuten. Okay. Tarek. Du weißt ganz genau, was ich vorhabe. Ich werde rangehen und ihn schlagen. Das trifft leider nicht. Du hast immer noch Bless. Ja, okay. Das kann also was werden, theoretisch. Ah. Stimmt, ein D4. Ja, ich glaube, das trifft sogar. Trifft ganz genau. Ja, Freunde, die Erlösung, sie ist da. 12, das, also wenn er jetzt steht, ne, dann weiß der, ich halt, was ich... Der muss dann über sein. Ja, dein Schlag trifft ihn. Der war ja schon so am Taumeln. Er kippt weiter zur Seite über, gegen die Wand, fällt in das Gebäude und wird von Schutt begraben. Oh, das ist ja perfekt. Nipp. Na, Moment, ich will mich noch bewegen. Achso, klar, darfst dich noch bewegen. Ja, habe ich mich schon bewegt? Ich habe mich schon bewegt. Ja, aber das ist ja egal. Du hast ja den restlichen 25 Feet hast du noch. Ja gut, dann möchte ich das. Ah, das wird nichts so. Dann möchte ich mich so anpressen an eine der so noch eingestürzten Mauern, dass er nicht direkt Blickkontakt hat, der Glasstab zu mir. Mhm. Jetzt aber, Schnipp. Ja, ich drehe mich erschrocken um und sehe da Glasstab vor mir. Und Piu, 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 piu. Ja, piu piu, das ist also Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Hast du nicht irgendwie einen krassen Windhauch oder sowas, der den... Nein. Oh. für meinen letzten Grad 1 Zauber ist das einzige, was wenigstens in die Richtung geht, werde ich tatsächlich nochmal Schlaf auf ihn casten, in der Hoffnung, dass das reicht. Kann knapp werden, okay, versuch's. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ob ich da jetzt 6 Schaden mache oder in China Platz eine Bratwurst. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, ist gut. Spruch war gut. 28. Wow. Ja, du siehst, wie er dir gegenüber so den Stab hebt, um dich runterzuschmeißen und dann ihn fallen lässt, der klirrend auf die Ziege fällt und er dann einschläft. Können wir sie jetzt einfach ermeucheln? Normalerweise würde ich das ja nicht sagen, aber... Dann mache ich es halt. Mach. Ja, ich würde, wenn es mir möglich ist. Moment, haben wir jetzt... Also ist der Kampf jetzt vorbei? Ja. Erstmal schlafen alle, wie wir schnell genug sind. Ich würde den nehmen, einfach mein Schwert nehmen und halt einmal die Kehlen aufschlitzen. Und Glasstab fesseln und knebeln. Und den Stab wegnehmen. Den würde ich ehrlich gesagt auch gern töten, weil er ist immer noch ein Magier. Bevor du irgendwas machst, schrei ich Qual. Lebe. Wir an dir vorbei oder so. Ja, das sieht wirklich schlimm aus. Also. Ja, bitteschön, hier hast du 6. Nee, ist nicht mehr wahr. Ich habe mal 6. Ich glaube, es sind sogar noch 5 Leben. Oh Gott. Nee, es sind 6. 6 Leben. Okay, bitteschön. Ich. Wenn wir 10 Minuten haben. Die aber schlafen das haben wir erst.
Ja, deswegen danach. So. Ja, es sind alle am Schlafen oder tot, von daher habt ihr 10 Minuten. Wie gesagt, ich würde ihm einfach knebeln, irgendwas um den Kopf, damit er nichts sehen kann, und ihn fesseln. Dann kann er auch als Magier nichts machen. Das ist eine Idee. Dann müssen wir aber jetzt zurück nach Vanderland. Ich nehme seinen Stab. Meinst du sein Glasstab? Ich nehme mal seinen Geldbeutel. Trägt er in der Tat. Ja, ihr habt recht, dann müssten wir eigentlich zurück nach Vanderland. 4 Tage lang. Oh, ich bin so erschöpft. Mir tut alles weh. Er hat mich immer so mit seinen verdammten Geschossen. Ich schlage nochmal vor, wie am Meucheln ihn. Dieser Karren hier, sieht er aus, als würde der noch funktionieren? Dass wir den einfach da drauf packen können? Nee, er sieht nicht so aus, als würde er noch funktionieren. Schade. Ich nehme ihn, einen Moment, ich will mal kurz reinhaken. Ich nehme nicht nur sein Geldbeutel, ich nehme ihn auch sein verdammtes Zauberbuch ab. Ja. Nur für den Fall. Ja. Und ist der Brunnen irgendwie versiegt? Kann man noch was daraus trinken oder so? Nee, der ist versiegt, okay. Nicht, aber halt eingestürzt. Ist unten, okay. Trümmer. Okay, dann trinke ich nach diesem Kampf einfach meinen halben wahrscheinlich Wasserschlauch leer. Und die andere Hälfte wasche ich mir das Blut und etwas aus dem Gesicht. Oh, verdammt. Die Rippe wird, glaube ich, nicht mehr gerade wachsen. Wollt ihr ihn wirklich jetzt 4 Tage lang zurück nach Vanderlin buxieren? Ich habe euch mein Angebot gemacht. Nimmt es an oder lasst es bleiben. Oh, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob die in Vanderlin nicht lieber lebend hätten, um ihn zu verhören. Und vielleicht können wir von ihm irgendetwas, er hat was von dieser schwarzen Spinne erzählt. Warum ziehen wir ihn nicht einfach aus und gucken, ob er was noch bei sich hat, außer seinem Buch und seinem Geldbeutel und seinem Stab? Macht, was ihr wollt. Ich bete dabei. Also wir würden ihn natürlich erstmal vom Dach irgendwie runterholen. Wenn das im Bereich des Möglichen ist. Das geht ja, dafür taugt dieser Karren noch. Wir müssen ja auch knebeln und so weiter, ja, Seile richtig, und so haben wir ja. So, während ihr das macht, dann sitze ich tatsächlich wohl daneben und ihr seht mich quasi beten. Danach seid ihr alle um 12 geheilt. Was, wie viel? Juhu! Alle um 12. Um 12? Ja. Hätte ich mir gern ein bisschen früher gewünscht. Das dauert 10 Minuten. Ja, okay, ist das Ritual dann. Okay. Nee, das ist kein Ritual, das ist einfach nur eine Sache, die 10 Minuten dauert. Prayer of Healing, okay. Dauert 10 Minuten. Ja, dann sind wir wahrscheinlich langsam deutlich mehr genesen und ich sehe mich deutlich wieder in der Lage, ihn zu verprügeln. Ist doch einer schwer verletzt? Ich nicht mehr, also bis auf nur noch Schrammen oder so. Siehst du bei Qual nichts mehr. Dann werde ich mal zu Shailin gehen, ich will mir das nämlich nicht unbedingt angucken. Aber ich will es auch irgendwie nicht stoppen. Okay. Ja, was hat Qual mit dem Zauber vor? Der ist ja jetzt. Schnippst jetzt ja auch, ja. Also, ich würde, wie gesagt, ich wäre dabei, ihn zu fesseln und zu knebeln. Ne? Ich habe ihn also auf den Rücken gelegt, beziehungsweise auf den Bauch gelegt, fessel ihn die Hände halt hinter den Rücken, leg ihn da immer, keine Ahnung, wickel mir irgendwie so eine Boxbandage ab, die ich habe und dreh den das mehrmals so um den Mund, dass er wirklich nichts mehr was weiß ich sprechen oder wirken kann. Und wenn mich keiner davon abhält, werde ich ihn jetzt so lange grün und blau schlagen, bis er bewusstlos ist. Also ich würde wirklich mehrfach auf ihn eindreschen, bis er bewusstlos ist, explizit. Also ich möchte nicht tödlichen Schaden verursachen. Ich will einfach nur boxen. Also ich bin, also Qual wird sehr wütend sein, auf ihn bam, bam, bam. Und gelegentlich auch eine Kopfnuss mit den Hörnern verpassen, aber ich will ihn nicht töten, ich will ihn dann wirklich nur malträtieren.
gelingt dir. Außer jemand hält mich ab. Ne. Ich bin ganz woanders, ich sehe es nicht. Dann schlage ich den Grün und Blau. Was ist denn das? Hurenbock! Zieleübung. Bewusstlos haben. Ah, okay. Und ich hasse ihn. Ja, gut. Oder ich mag ihn nicht. Er hat uns Ärger also mehr als genug Ärger und Schmerzen eingejagt. Ich bin wütend auf ihn. Okay. Ja, ihr sammelt euch, sprecht Gebete, verprügelt Magier. Ich möchte mir den Stab sehr genau angucken. Ja. Und mich damit ein bisschen beschäftigen. Ja, also als du ihn in die Hand nimmst, merkst du schon, dass dem irgendwie eine magische Qualität innewohnt. Spürst du direkt, es ist ein recht langer Stab, der, als du ihn nimmst, sich aber perfekt für dich in deine Länge zusammenschrumpft. Gläsern und innen hohl. Ja, wie gesagt, dir fällt direkt auf, dass irgendwie so eine Art magische, dass er so eine magische Aura hat, als du ihn anpackst. Für genau herauszufinden, was er jetzt kann, müsstest du dich wahrscheinlich ein paar Minuten länger damit beschäftigen. Ja, da haben wir jetzt wahrscheinlich gerade keine Zeit für, deswegen würde ich ihn erstmal einstecken, also am Rücken irgendwie befestigen. Mhm. Weil ich uns jetzt auch erstmal keine Luftsprünge mehr machen sehe. Das ist richtig. Noch ein Kipppunkt. Ich kann das noch. Ich würde mich gerne erstmal ausruhen. Das war wirklich knapp. Ich habe schon wieder die Glocken spielen hören. Oh, nicht nur du. Was denn des Wortes? Ach. Verdammter Hohn. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen noch, wie ihr euch um eure Wunden kümmert. Eure Sachen wieder zusammenpackt und euch dran macht, zumindest ein bisschen aus der unmittelbaren Nähe dieses Schlachtfeldes zu kommen. Mhm. Und euch kurz irgendwo einen Ort sucht, an dem ihr euch in Ruhe regenerieren könnt, eine kleine Pause anlegen könnt. Und wie ihr dann nach dieser Pause weiterverfahrt, das finden wir in 2 Wochen raus. Ja. Oh ja. Danke euch Vieren fürs Mitspielen. War heute sehr viel Action. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Es war ein knapper Battle, das kann man wohl sagen. Oh, und die Heilung ist doch knapper. Ja. Ich verlange mehr Heilung. Genau. Und unseren Zuschauern, Zuschauerinnen, danke ich fürs Einschalten und hoffe, dass ihr auch in 2 Wochen dann wieder dabei seid, wenn es weitergeht. Ansonsten einen schönen Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das seht oder hört. Und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Bye, bye. Ciao.